Ich könnte Ihnen mein Lot borgen. Ach, ich komme schon zurecht. Bei uns hat man die Mauern immer nach Augenmaß hochgezogen. Und sie stehen noch. Schief zwar, aber sie stehen. Sind Sie Maurer? Nein, Bulle. Ich bin Polizeikommissar. Lucio Velasco. Sie können mich Lucio nennen. Ich bin Ihr Nachbar. Ja, ich weiß. Fanden Sie nach Rauschgift solche Sachen? Leichen. Ich bin bei der Mordbrigade. Sind Sie zufrieden mit diesem Haus? Sehr. Es ist für meine Frau und meinen Sohn. Mein Gott, Sie werden doch nicht etwa eine Frau hier drin wohnen lassen. Warum? Nehmen Sie mal an, Sie würden sich fragen, wieso das Haus vor Ihnen nie einen Abnehmer fand. Die dritte Jungfrau von Fred Varga, aus dem Französischen von Julia Schoch. Bearbeitung und Regie Frank-Erich Hübner. Musik Harman. Louis Vérinc presste seine Arme an sich, hob den Kopf zum Oberlicht und musterte sein Gesicht im Staub der Scheibe. Absonderliches Haar, uninteressante Züge. Ich bin hässlich. Ich bin unsichtbar. Ihr Name, Camille Forestier, war alles, was er von ihr wusste. Nach dem, was man ihm erzählt hatte, stand sie für ein halbes Jahr unter Polizeischutz, aus Angst vor der möglichen Rache eines Mörderkreises. Und dass sie den Kleinen allein aufzog, ohne dass ein Mann am Horizont sichtbar gewesen wäre. Ihren Beruf konnte er einfach nicht erraten. Er schwankte zwischen Klempnerin und Musikerin. Der Gedanke, den Verschlag auf der Stelle zu verlassen, um diesem Mädchen niemals wieder zu begegnen, das er nun schon seit 19 Tagen bewachte, ließ ihn von seinem Stuhl aufstehen. Ich seh's ja, deine Seele bebt, du zitterst, ach. Bezwinger Trojas, an nur einem Tag nahmst du die Kapitale ein, des Volkes Gunst dazu. Und nun wird wegen einem Weib dein Herz so schwach. Lieutenant Vérinc setzte sich ruhig wieder hin. Seine vier Verse hatten ihn abgekühlt. Manchmal hatte er 6 oder 8 davon nötig, manchmal genügten 2. Und Camille dachte darüber nach, welches Schicksal ihr einen schief lächelnden Typen im Wandschrank auf ihrem Treppenabsatz beschert hatte. Nicht schöner als andere, wenn man nicht darauf achtete. Viel schöner, wenn man auf die schlechte Idee kam, daran zu denken. Dachten Sie, ich hätte Camille geheiratet? Sogenannte Fragen ohne Antwort konnte Danglars nicht ertragen. Das habe ich mich gefragt. Wegen dem Ring, nicht wahr? Er gehörte meinem Vater. Er ist gestorben, Danglars. Sie haben mir nichts davon gesagt. Wir saßen zusammen vor einer Taubenjagdhütte und verfolgten mit den Augen einen Bussard, der über uns kreiste. Da ist der Tod umgefallen. Adamsbergs Geheimnisse kränkten Kommandant Danglars grundlos. Der Kommandant zog seine 5 Kinder wie eine Vogelmutter allein groß, während Adamsberg immer noch nicht richtig begriffen hatte, dass das Neugeborene seins war. Seinen Namen allerdings hatte er sich schon eingeprägt. Thomas Adamsberg, genannt Tom. Sie wissen besser als ich, dass ich Camille 10-mal habe fortgehen lassen und immer dachte, der Zug käme auch noch ein 11. Mal vorbei. An einem Tag, an dem es mir passen würde. Und genau dann kommt er nicht mehr vorbei. Die Züge fahren, genau wie die Menschen, nicht gern im Kreis. Nach einer Weile geht es ihnen auf die Nerven. Na, man kann nie wissen, mit all den Weichenstellungen. Sogenannte Fragen ohne Antwort. Danglars arbeitete unablässig an der Vernichtung solcher Fragen ohne Antwort. Eine Titanenarbeit, die ihn in den Keller der Brigade trieb, in dem wiederum seine Flasche Weißwein stand, welche ihrerseits als einzige imstande war, eine allzu hartnäckige Frage ohne Antwort aufzulösen. Danglars, stellen Sie sich nur die unendliche Geduld des Wassers vor. Und die Steine, wie sie sich ihm überlassen, während der Fluss dabei ist, all ihre Unebenheiten wegzufressen, so als wäre es nichts. Am Ende gewinnt das Wasser. Nun, wenn es schon ums Kämpfen geht, dann sind mir die Steine lieber als das Wasser. Das ist Ihre Auffassung. Ja. Was Steine und Wasser anbelangt, 2 Dinge, Danglars. Na? Einerseits spukt es in meinem neuen Haus. Eine blutrünstige und habgierige Nonne, die 1771 unter den Fäusten eines Gerbers starb. Er hat sie zermalmt, einfach so. Sie wohnt in gasförmigem Zustand auf dem Dachboden. Ich weiß es von meinem Nachbarn. Das wär's in puncto Wasser. Gut, und in puncto Steine? Ich habe Dr. Lagarde, die neue Gerichtsmedizinerin, getroffen. Sehr gut aussehend, elegant, kühl. Und ein wahres Arbeitstier nach dem, was man sich so erzählt. Und hochbegabt, Danglars.
Haben Sie Ihre Doktorarbeit über die zweigeteilten Mörder gelesen? Über die dissoziierten Mörder. Das Buch hat einiges Aufsehen erregt. Der Zufall will es, dass Sie und ich uns vor mehr als 20 Jahren wie zwei Hunde gefetzt haben. In einer Kneipe in Le Havre. Feinde? Oh, durchaus nicht. Diese Art von Zusammenstoß lässt zuweilen starke Beziehungen entstehen. So, Sie kennen mich. Und was haben wir, ach so Vertrautes, miteinander angestellt? Wir hatten einen Riesenkrach. Als Verliebte? Oh, ich wäre untröstlich, wenn ich mich daran nicht erinnern würde. Als Kollegen. Vor 23 Jahren hatte ich meinen Weg bereits gemacht. Sie müssen damals erst ein kleiner Lieutenant gewesen sein. Ich rate Ihnen davon ab, mit ihr ins Café zu gehen. Sie praktiziert Mischungen, die einen bretonischen Seemann umhauen können. Sie hat die beiden Toten von der Porte de la Chapelle übernommen. Ihrer Auffassung nach hat eine Frau sie umgebracht. Hm. Bis heute Abend wird sie ihre ersten Ergebnisse konkretisiert haben. Eine Frau? Hat sie gesehen, wie groß die Kerle sind? Soll es ein Scherz sein? Vorsicht, Danglars. Dr. Lagarde irrt sich nie. Oder fast nie. Was werden Sie tun? Wegen der Nonne? Wegen Dialin und Payet. So heißen die beiden Opfer. Gehen wir heute Abend ins Leichenschauhaus? Heute Abend bin ich in der Normandie. Hm. Es gibt ein Konzert. Ah, Sie suchen nach der Weichenstellung. Ich bin bescheidener Kapitän. Ich begnüge mich damit, das Kind zu hüten, während Camille spielt in einem englischen Orchester mit alten Instrumenten. Das Lied? Barockensemble? Fragen Sie mich nicht. Camille weiß selber nicht, wer sie engagiert hat. Passen Sie auf die Katze auf, solange ich weg bin? Auf die Toten und die Stimmung von Lieutenant Noël, die immer schlechter wird. Ich kann nun mal nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Ich habe meine Pflichten. Jetzt, wo Sie ein verantwortungsbewusster Vater sind? Wenn Sie es sagen, Kapitän. Was ist mit Dr. Romain los? Er hat hysterische Launen, Zustände. Keine Depression, nichts Pathologisches. Aber er schleppt sich von einem Sofa zum anderen zwischen Nachmittagsschlaf und Kreuzworträtsel. Romain ist doch einer von den ganz Aktiven gewesen und ein äußerst tüchtiger Gerichtsmediziner dazu. Wir haben mit der Entscheidung, ihn zu ersetzen, noch lange gezögert. Und wieso hast du ausgerechnet mich geholt? Ich habe dich nicht geholt. Man hat mir gesagt, die Pariser Brigade würde unbedingt nach mir verlangen. Ich weiß aber nicht. Du kommst trotzdem, wie gerufen. Garçon? Ja, Madame? Ich hätte gern ein wenig Mandelsirup zu dem doppelten Kaffeecreme. Sofort, Madame. Immer noch Melangen. Immer noch die Violine oder die Grenaille. Minze und Masala. Damals mischte ich Grenadine ins Bier. Das schäumte sofort. Die Mischung der Körper, die haben wir nicht versucht. Nein. Ich war noch verheiratet. Und ergeben wie ein kranker Hund. Und du hattest recht damals. Womit hatte ich recht? Ich hatte Selbstmord attestiert. Aber dieser kleine Idiot namens Jean-Baptiste Adamsberg setzte sich in den Kopf, dass der Abgeordnete aus Le Havre ermordet worden sei. Wegen 10 toter Ratten, die du in einem Lagerhaus im Hafen gefunden hattest. 12, Ariane, 12 Ratten, die verblutet waren, nachdem man ihnen den Bauch aufgeschlitzt hat. Daraus hattest du nun geschlossen, dass ein Mörder sich Mut antrainiert, bevor er losstürmt. Du fandest, die Wunde läge allzu waagerecht. Und das hat dir nicht gefallen? Nein, und meinen Vorgesetzten noch weniger. Denn 7 Monate später ist der Mörder bei uns aufgetaucht und hat ein vollständiges Geständnis abgelegt. Und du nimmst es mir immer noch übel? Nein, denn erst dank dem Geständnis des Mannes mit den Ratten habe ich angefangen, über die dissoziierten Mörder zu forschen. Beispielsweise diese Krankenschwester, die vor 2 Jahren in Anières verhaftet wurde. Deiner Auffassung nach war sie also auch eine Dissoziierte? Eine fast einwandfreie. 32 Opfer in 40 Jahren, ohne mit der Wimper zu zucken. 33. 32, ich muss es wissen. Schließlich habe ich stundenlang mit ihr gesprochen. 33, Ariane, denn ich habe sie verhaftet. Ach ja, du warst das. Der Mörder aus Le Havre. Wie hat man ihn entdeckt? Sandrin. Ja. Die Lokalpresse hatte deine Spinnereien veröffentlicht. Und Sandrin Nummer 2, der Mörder, ja, nennen wir ihn Omega, hatte die Zeitungsausschnitte aufgehoben. Und zwar geschützt vor den Blicken von Sandrin Nummer 1, dem normalen Mann, nennen wir ihn Alpha. Bis Alpha die Zeitungsausschnitte, die Omega versteckt hatte, entdeckte. Genau. Er hat sich gestellt. Würdest du sagen, Omega
wollte das. Nein, Alpha ist einfach nur umgezogen. Die Artikel sind aus seinem Schrank gefallen und alles flog auf. Ohne meine Ratten hätte er sich nicht gestellt. Ohne ihn hättest du nicht über dieses Phänomen Dissoziation gearbeitet. Alle Psychiater und alle Bullen in Frankreich haben von deinen Studien gehört. Du schuldest mir ein Bier. Wenn du willst. Aber du fährst ja in die Normandie. Ja, heute geht es nicht. Um ein Konzert zu hören, über das du nichts weißt? Oder fährst du einer Frau hinterher? Ich fahre ihr nicht hinterher. Ich begleite sie höflichst. Ariane sah, wie Adamsberg mit wiegendem Schritt die Avenue hinunterging. Sie erkannte diesen Gang wieder, noch 23 Jahre später. Diese sanfte Stimme, diese gemächlichen Gesten. Sie hatte ihm keine Beachtung geschenkt, als er jung war. Sie hatte nichts geahnt, nichts verstanden. Wenn man noch einmal von vorn anfangen könnte, würde sie seine Rattengeschichte besser zuhören. Begreifen Sie jetzt, warum man das Haus nie abreißen wollte? Weil die Nonne sich einfach eine andere Bleibe gesucht hätte, bei mir zum Beispiel. Wir alle hier in der Gegend ziehen es vor, zu wissen, wo sie sich verborgen hält. Hier, in meinem Haus. Klar. Auf den 136 Kilometern Fahrt bis zu dem Dorf Aroncourt hing Adamsberg seine Gedanken nach. Sie geht nicht mal in den Garten. Sie wartet da oben auf ihre Opfer, auf ihrem Dachboden. Aber sie treibt nur Frauen in den Wahnsinn. Bringen Sie Ihre Frau nicht hierher. Folgen Sie meinem Rat. Oder aber verkaufen Sie. Nein, Lucia. Ich mag dieses Haus. Dickschädel, was? Woher stammen Sie? Aus den Pyrenäen. Ach, den großen Gebirge. Ich brauche also gar nicht erst zu versuchen, Sie zu überzeugen. Kennen Sie es? Ich bin auf der anderen Seite geboren, Ombre. In Jaca. Danglars hatte Adamsberg im Verdacht, die Ungewissheit so sehr zu lieben, dass er die klarsten Aussichten vernebelte, rein aus dem Vergnügen, sich verantwortungslos darin zu verlieren. Wie wenn er im Regen spazieren ging. Also, was erwartest du von mir? Dass du nachforschst und mir sagst, was in der Spritze war. Ja, warum lehnst du die Möglichkeit mit den Drogen ab? Davon gibt's doch reichlich an der Porte de la Chapelle. Und ich sagte dir schon, sie haben schmutzige Fingernägel. Alle beide. Ja, wie all diese armen Hunde vom Flohmarkt. Aria, bitte. Es fügt sich eben, dass diese beiden Toten für mich bestimmt sind. Der Kommissar suchte in Aroncourt eine Kneipe auf, in der er im Warmen warten wollte, bis es Zeit für sein Treffen mit Camille und Tom war. Eine Gruppe von Männern redete sich, über eine Zeitung gebeugt, die Köpfe heiß, bis schließlich jemand auf ihn zukam. Wieso sollte ich Pariser sein? Der Fahrschein, den Sie als Lesezeichen benutzen, das ist ein Ticket der Pariser Metro. Sowas erkennen wir schon. Ich bin kein Pariser. Aber Sie kommen auch nicht aus Aroncourt. Aus den Pyrenäen, den Bergen. Ein Gascogner. Ein Bearner. Oh. Ich suche das Schloss. Was lässt sich machen? Sie geben ein Konzert heute Abend. Ja, ich begleite einen der Musiker. Da ist ein Foto von dem Orchester. Ja. Hier, die Bratschistin. Oh, das hübsche Mädchen. Ganz recht. Weil sie ihre Frau ist. Wahr. An einem Tag hat man die Frauen und am nächsten Tag schon wieder nicht mehr. Man will sie nicht mehr, wenn man sie hat, und will sie wieder haben, wenn man sie nicht mehr hat. Man verliert sie. Genau. Ihr redet über das Foto in der Zeitung, hm? Wer wurde umgebracht in Bretigny? Umgebracht? Du meinst abgemurkst. Immerhin ist es nur ein Hirsch. Ein solches Gemetzel bedeutet, dass hier in der Gegend, hör mir gut zu, Alfons, ein Verrückter rumläuft. Wenn ich Bulle wäre, würde ich garantiert nach ihm suchen, den Kerl. Und zwar fix. Ich auch. Aha, sogar der Bearner sieht das so. Und dabei ist der Bearner noch nicht mal Jäger. Nein, er ist Bulle. Oh, oh. Aha. Oh. Wann war das? Vor einem Monat. Behalt die Zeitung, wenn es dich interessiert. Und hier? Was bedeutet das? Sein Herz. Er hat ihm zwei Kugeln zwischen die Rippen gejagt. Dann hat er ihm mit dem Messer das Herz rausgeholt und es zu Brei zerkloppt. Nicht mal das Geweih hat er mitgenommen. Dabei ist das doch das Einzige, was die Leute wollen, wenn sie nichts davon verstehen. Wie die Hörner da über der Tür. Hörner?
Ach, das ist doch Wandschmuck. Taugen nichts, weil es abgeworfene Geweihe sind. Zum Angeben. Guck sie dir an, wenn du mir nicht glaubst. Man sieht die Wurzel über den Stirnbein fortsetzen, am Ansatz des Knochens. Hm. Das ist Knochen? Du verstehst wirklich gar nichts davon. Ah. Das ist der Schädel des Tieres, der nach draußen wächst. Passiert nur beim Hirschen. Hör zu, Jagdgeweihe schneidet man vom Kopf des Tieres ab, das man erlegt hat. Das ist was Lebendiges. Kannst du mir folgen? Und der Mörder schert sich einen Dreck um das lebendige Geweih. Ihn interessiert der Tod. Oder sein Herz. Genau. Genau. Er wollte nicht mit all dem Blut im Kopf in sein Hotelzimmer gehen. Er wartete vor der Tür, strich seine Gedanken ab, klärte seine Stirn und ließ Wolken, Kugeln und blauen Himmel hinein. Im Zimmer nämlich schlief ein 9 Monate altes Kind. Und bei Kindern weiß man nie. Sie sind imstande, eine Stirn zu durchdringen, Gedanken grummeln zu hören, Angstschweiß zu riechen und zuletzt noch einen aufgeschlitzten Hirsch im Kopf eines Vaters zu sehen. Ich werde ihm eine Geschichte vorlesen. Ich habe ein Buch mitgebracht. Hier. Bauen im Bearn. Traditionelle Techniken vom 12. bis zum 19. Jahrhundert. Camille zuckte lächelnd die Schultern. Solange das Kind nur einschlief, und in dieser Hinsicht vertraute sie ihm voll und ganz, waren Adams Werkseltsamkeiten kaum von Bedeutung. Er mag das. Keine Kritik, keine Ironie. Camille ging und es blieb das weiße Nichts aufrichtiger Kameradschaft. Tom, hör mir gut zu. Wir werden uns jetzt gemeinsam bilden. Und wir haben keine andere Wahl. Erinnerst du dich an das, was ich dir über die nach Norden gelegenen Fassaden vorgelesen habe? Die Einführung des Opus Spicatum in viele dieser Mäuerchen. Ich weiß nicht, was dieses Opus Spicatum ist, Sohn, und es ist mir auch Schnurz. Dir auch? Dann sind wir uns also einig. Aber ich werde dir beibringen, wie man ein Problem dieser Art im Leben löst. Wie du dich rauslavierst, wenn du nichts begreifst. Schau mir zu. Du rufst Danglars an. Du solltest seine Nummer immer dabei haben. Er hilft dir bei allen möglichen Dingen dieser Art. Du wirst sehen, pass auf. Danglars? Adamsberg, ich störe Sie, aber der Kleine stolpert hier gerade über ein Wort und verlangt nach Erklärungen. Lassen Sie hören. Opus Piscatum. Er will wissen, was das bedeutet. Nein, er ist 9 Monate alt. Herrgott, nochmal. Ich mache keine Witze, Kapitän. Er will's wissen. Tom und ich sind ganz fixiert auf dieses Ding. Unfähig, an etwas anderes zu denken. Außer daran, dass vor einem Monat ein Kerl in Bretigny einen Hirsch massakriert und nicht mal das Geweih mitgenommen hat. Dafür hat er ihm das Herz herausgerissen. Was sagen Sie dazu? Abscheulich. Guten Abend gehabt demnach in Arancourt. Wie viele Gläser? 3. Und Sie? Es ist wirklich schon spät. Schlafen die Kinder? Ja. Gehen Sie aus, Danglars. Hören Sie Robert, Oswald oder Engelbert zu. Die gibt's in Paris genauso wie hier. Mit solchen Vornamen sicher nicht. Und was könnte ich von Ihnen lernen? Dass abgeworfene Geweihe nicht so viel wert sind wie Jagdgeweihe. Das weiß ich schon. Dass die Stirn von Hirschen nach draußen wächst. Das weiß ich schon. Dass Lieutenant Rettencourt sicher nicht schläft. Und es heilsam wäre, ein Stündchen mit ihr zu plaudern. Ja, wahrscheinlich. Aber es ist wirklich schon spät. Übrigens, Sie haben morgen früh einen Termin mit dem Neuen. Haben Sie seine Unterlagen gelesen? Er heißt Verrank. Wo ist er? Er ist wieder auf seinen Posten zurückgegangen, in den Verschlag. Zu Camille? Wieso beschützt ausgerechnet er Camille? Ich hatte dafür doch erfahrene Beamte empfohlen. Apropos Rettencourt. Sie hatte sich dafür gemeldet, aber da gab es ein Problem. Ich wüsste nicht, welches Problem Rettencourt hindern könnte. Ein einziges. Sie kann sich im Verschlag nicht rühren. Zu dick. Zu dick. Violette Rettencourts alte Mama hätte ihre Tochter gern als blonde Stewardess in den Gängen der Flugzeuge die Passagiere verführen und beruhigen sehen. Doch diesen Wunsch hatte die 1,80 Meter lange und 110 Kilo schwere bereits in der Pubertät zunichte gemacht. Nur die blonden Haare und Rettencourts außergewöhnliche Fähigkeit zur Beruhigung waren geblieben. Am nächsten Morgen gab Rettencourt ihren kurzen Bericht ab. Es war das erste Mal, dass er sie zusammen sah. Das war kurz vor 2 Uhr morgens und Emilio wollte gerade seine Kneipe schließen.
Aber er hat sich nicht getraut, sie rauszuschmeißen. Denn die beiden Burschen waren kräftig, hatten ziemlich viel getrunken und hatten die Taschen voller Kohle. Hat Emilio irgendwas gehört? Emilio hat mitbekommen, dass der Job im Mont Rouge nur diesen einen Abend lang gedauert hat. Im Mont Rouge, da ist Emilio sich sicher. Ansonsten haben sie nicht über sonderlich viel geredet. Abgesehen von der fixen Idee einer kalten Platte, die sie verdrückt hätten. Darüber mussten sie lachen. Emilio hat ihnen 2 Sandwiches gemacht und um 3 Uhr morgens sind sie dann schließlich abgezogen. Wir haben kein Geld gefunden, weder an ihm noch bei ihnen zu Hause. Wahrscheinlich hat der Mörder es wieder an sich genommen. Retancourt, hat Emilio irgendwas an ihren Händen, ihrer Kleidung bemerkt? Erde, Schlamm? Ihre Hände waren schmutzig, ja, und erdverkrustet. Ihre Schuhe auch. Nachdem sie aufgebrochen sind, hat Emilio den getrockneten Schlamm und die Kiesel weggefegt, die sie unter dem Tisch zurückgelassen hatten. Ja, wir werden die Sache anders angehen. Retancourt stattet Emilio noch einmal einen Besuch an. Oh. Sie nimmt Estaler mit, denn der hat gute Augen. Und den Neuen, weil er ausgebildet werden muss. Der Neue sitzt im Verschlag. Na, dann werden wir ihn da rausholen. Er ist schon 11 Jahre bei der Polizei, oder? Er muss doch nicht wie ein Kind von uns geschult werden. Wonach suchen wir bei Emilio? Nach Resten von den Kieseln, die sie auf dem Boden zurückgelassen haben. Kommissar, es ist schon 13 Tage her, dass die beiden Männer in dieses Café gekommen sind. Ist der Boden gefliest? Ja, schwarz-weiß. Klar, wie sonst. Haben Sie schon mal versucht, Kies zusammenzufegen, ohne dass auch nur das kleinste Körnchen verloren geht? Entwischt? Emilios Kneipe ist kein Luxushotel. Mit ein bisschen Glück hat sie ein Kiesel in einen Winkel verkrümelt, ist unbemerkt dort liegen geblieben und wartet auf uns. Wenn ich die Anweisung recht verstehe, gehen wir also kleine Kieselsteine suchen. So ist es, Violett. Falls es die Kiesel überhaupt gibt. Natürlich. Warum der Neue? Wieso muss er von uns geschult werden? Schulung, was den Umgang mit Ihnen allen hier betrifft, das ist nicht dasselbe. Hören Sie auf, herumzumotzen, Noel. Lieutenant Noel, ein Schrank mit Segel, Ohren und Lederjacke, zu dem Adamsberg keine sonderlich gute Beziehung hatte, war eigentlich der geeignete Mann, Retancourt zu schützen. Letztendlich aber, und damit hätte er eigentlich rechnen müssen, hatte Retancourt Noel geschützt, nachdem die Befragung im Lokal in einen Tumult ausgeartet war und 3 Kerlen entrissen, die ihn gern ins Jenseits befördert hätten. Sie hätte mir nicht zu helfen brauchen, ich wäre auch ohne sie zurechtgekommen. Mit 3 Kerlen? Die sich mit Eisenstangen über sie hermachen wollten? Nein, Noel. Ich wäre sie losgeworden, auch ohne dass Retancourt den Cowboy spielte. Das ist nicht wahr. Nur weil eine Frau ihnen aus der Verlegenheit geholfen hat, haben sie nicht gleich fürs ganze Leben ihre Ehre verloren. Ja, sowas nenne ich nicht Frau. Das ist ein Flug, ein Zugochse, ein Irrtum der Natur. Und ich schulde ihr keinen Dank. Ich gebe ihnen 2,5 Stunden, um spazieren zu gehen und ihren Schädel auszulüften. Ja, runter zur See, nachdenken und wieder hierher zurück. Ich muss noch Berichte zu Ende schreiben. Sie haben mich nicht verstanden, Lieutenant. Das ist ein Befehl, ein Auftrag. Sie gehen raus und kommen mit klarem Geist zurück. Und wenn nötig, wiederholen Sie das jeden Tag. Notfalls 1 Jahr lang, bis der Flug der Möwen Ihnen was erzählt. Na los, Noel, wie aus den Augen. Und nun, Senior, zu mir. Erst neu in diesem Bund will schon ein ungerechter Zorn mich niedermähen. Ist etwa dies die Milde, die man mir so pries? Muss ich mich schuldig fühlen aus meiner Herkunft Grund? Wie machen Sie das? Im Wachzustand, im Schlaf, unter Hypnose? Es ist familienbedingt, ich kann nichts dafür. Das steht in meinen Unterlagen. Der Kommissar Bordeaux konnte es nicht ertragen. Der Tarp nicht. Und der Nevers auch nicht. Konnten Sie sich nicht zusammennehmen? Senior, ich kann es nicht. Es kommt wie eine Flut. Zu dieser Sünde drängt mich meine Ahne im Blut. Wie viele Stufen, glauben Sie, hat diese Treppe hier? 90? 108. Sie wissen, dass Sie auf Probe in dieser Brigade eingestellt wurden. Durch welche Fähigkeiten haben Sie es zum Finalisten gebracht? Durch Beziehung. Ich kenne den Divisionär Pression sehr gut. Ich habe seinem jüngsten Sohn früher mal aus der Patsche geholfen. In einer Strafangelegenheit? In einer Angelegenheit, die die Sitten betraf, in dem Internat, in dem ich unterrichtete. Ich habe als Lehrer begonnen. Aha. Und wie sind Sie zur Polizei gekommen? Ich war Polizistin. Ah, die Liebe. Ich habe gedacht, es wäre gut, ihr zu folgen. Warum wollten Sie diesen Posten hier? Wegen der Brigade? Ja, ich hatte mich informiert. Das Ganze sagte mir zu. Ich weiß nicht einmal Ihren Namen. Man nennt Sie noch immer den Neuen. Verranc. Louis Verranc. Verranc. Und woher haben Sie diese roten Haare, Verranc? Das lässt mir keine Ruhe. Mir auch nicht, Kommissar. Ich bin nicht verpflichtet, darauf zu antworten. Nein. Verranc de Bic. Louis Verranc de Bic, das ist Ihr vollständiger Name.
Sie sind aus der Gascogne, aus dem Béarn. Ein Béarner aus dem Ossau-Tal. Wie können Sie das wissen? Wenn man den Namen einer Weinsorte trägt, muss man damit rechnen, dass die Leute sich erinnern. Ist's ein Verbrechen, gar, dass ich geboren war, so unweit eures Tals? Ist's eine Kränkung, dass dieselben Wolken ich umfing mit meinem Blick? Liadnon Rétancourt erwartet Sie, um nach Clignancourt zu fahren. Sie übernimmt Ihre Ausbildung. Gab's was Neues in Clignancourt? Das wird es, wenn man einen Kieselstein unter einem Tisch findet. Bevor wir Kollegen werden, werden Sie mir sagen müssen, woher Sie diese roten Haare haben. Ich glaube nicht, dass Ihnen die Geschichte gefallen wird. Oh, mich ärgert wenig, Liadnon. Mich bringt wenig aus der Fassung. Aber manches schockiert mich. Es ist eine Frau, Jean-Baptiste. Die Einstichwunden lassen auf eine Größe von ungefähr 1,62 Meter schließen. Denkst du, da war eine Fachfrau am Werk? Ja, und zwar mit einer Spritze. Der Feinheit der Öffnung nach und so, wie der Einstich gesetzt wurde. Genau in die Vene. Also hat ihm jemand irgendwas gespritzt? Sie hat ihnen rein gar nichts gespritzt. Sie hat sie lediglich gestochen. Und hat er dann keine Zeit mehr, es zu Ende zu bringen? Oder wollte es nicht? Sie hat sie nach ihrem Tod gestochen, Jean-Baptiste. Düstere Stimmung? Seit wann? Clarisse. Die Nonne, die der Gerber niedergemacht hat. Ich habe sie gehört. Sie wanderte auf dem Dachboden herum, streifte über den Fußboden wie ein Stück Stoff. Ich bin aufgestanden und habe nachgesehen. Und da war nichts? Natürlich nicht. Aber mein Nachbar Lucio hat sie auch gesehen. Ein Schatten. Oder der Neue. Hat der den Schatten mitgebracht? Zumindest Ärger. Er stammt aus meinem Nachbartal. Hat er Ihnen davon erzählt? Nein. Als er ein Kind war, sind 5 Kerle über ihn hergefallen. Sie haben ihm den Bauch aufgeschlitzt und die Kopfhaut zerfetzt. Und? Diese Kerle kamen aus meinem Heimatdorf. Und er weiß es. Er hat so getan, als würde es gerade erst herausfinden. Dabei wusste er es sehr wohl längst, bevor er zu uns kam. Und wenn Sie meine Meinung hören wollen, überhaupt nur deshalb ist er hier. Wieso? Er sucht nach Erinnerungen, Danglars. Und Sie? Diese Frau, die wir vor 2 Jahren gefasst haben, die Krankenschwester. Ich hatte vor ihr noch nie eine alte Frau verhaften lassen. Ich hasse diese Geschichte. Die war ein Ungeheuer. Unserer Gerichtsmedizinerin zufolge war sie eine Dissoziierte. Mit ihrer Alpha-Hälfte, der Normalen, und ihrer Omega-Hälfte, dem Todesengel. Was sind eigentlich Alpha und Omega? Griechische Buchstaben. Gut, sie war 73 Jahre alt. Erinnern Sie sich an Ihren Blick, als wir sie festgenommen haben? Natürlich erinnere ich mich. Aber sie ist weit weg, in einer Freiburger Haftanstalt. Von dort aus wird sie wohl kaum ihren Schatten auf See werfen. Außer, dass sie vor 10 Monaten und 5 Tagen einen Wärter niedergestochen hat, Danglars. Und die Mauern ihres Gefängnisses hinter sich gelassen hat. Das Land Baden-Württemberg hat es versäumt, uns zu benachrichtigen. Hat man sie ausfindig gemacht? Nein, Kapitän. Sie streift irgendwo da draußen herum. Kommissar, draußen vor der Tür, links von der kleinen Stufe, 3 kleine Kiesel. Ich wusste, du würdest sie mir bringen, Estalier. Auf nach Montrouge! Durchforsten Sie alle Parks, Grünanlagen, Wege, jede Brache. Vergessen Sie die Baustellen nicht. Nehmt von allen Orten Proben. Soll ich auch mitgehen? Nein. Geben Sie Ihren Kindern Abendbrot machen und ich ebenfalls. Camille spielt in Saint-Eustache. Großauge wird schon zu Rande kommen, er ist nicht allein. Warum glauben Sie, reißt er die Augen so weit auf? Wahrscheinlich hat er als Kind irgendwas gesehen. Wir alle haben irgendwas gesehen als Kind. Ich werde dir eine Geschichte erzählen, Sohn. Die Geschichte von dem braunhaarigen Steinbock, der einen rothaarigen Steinbock traf. Alle anderen Tiere hat er sehr gern. Die Kaninchen, die Vögel, die Bären, die Murmeltiere, die Wildschweine. Alles, was du willst, aber nicht den anderen Steinbock. Weil der andere Steinbock ihm sein Stück Land und seine Frau wegnehmen will. Mach dir keine Sorgen, es wird gut ausgehen. Aber heute wäre ich beinahe von seinen Hörnern gestoßen worden. Also habe ich zurückgerempelt. Auch du wirst später Hörner kriegen. Die schenken dir die Berge. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Die Geschichte schläferte Adamsberg noch vor seinem Sohn ein. Es war Nacht,
Keiner von beiden hatte sich auch nur einen Millimeter bewegt. Adamsberg öffnete urplötzlich die Augen und streckte den Arm nach seinem Telefon aus. Er kannte ihre Nummer auswendig. Bettencourt, wo sind Sie? Avenue Jean Jaurès, in Höhe der Nummer 123. Rufen Sie allesamt zurück, Lieutenant. Warten Sie auf mich. Bist du verrückt, den Kleinen mitzubringen? Mach dir keine Sorgen, Violette, er schläft wie ein Engel. Solange du mich nicht an Dong Na verrätst, der mich mit Sicherheit an Camille verraten würde, dann wird alles gut gehen. Warum ist der Neue hier? Er vertritt Schister. Wir treffen uns am Haupteingang des Friedhofs wieder. Warum am Friedhof, Herr Kommissar? Weil Ihre Kieselsteine von dort stammen, ist Allaire. Vom Friedhof? Die fixe Idee von Diala und Apeyé, erinnern Sie sich? Sie hatten eine fixe Idee? Von einer kalten Platte, die sie verdrückt hätten. Aber sie redeten nicht vom Essen, sondern von dem verfluchten Job, den sie gerade erledigt hatten. Einer Platte. Nicht verdrücken, meinten sie, sondern verrücken. Sie haben eine Steinplatte weggerückt. Sie haben ein Grab geöffnet. Na los geht's. Nehmen Sie alle Taschenlampen mit. Was soll sein mit dem Grab? Nachdem die Platte auf dem Grab entfernt wurde, was ist dann passiert? Hat man darin herumgegraben? Ja, eben nicht. Führen Sie uns hin. Nein. Sind Sie nun der Wärter oder nicht? Zurzeit sind wir zwei hier. Also ich jedenfalls gehe da nicht mehr rein. Zwei? Es gibt noch einen Wärter? Nein, jemand anderes, nachts. Wer? Weiß nicht, eine Gestalt. Haben Sie sie gesehen? Ein grauer Schatten, ein langsamer, der lief mit so rutschigen Schritten. Aber er fiel nicht hin. Wann war das? 2 oder 3 Tage, bevor die Grabplatte verrückt wurde. Also ich jedenfalls gehe da nicht mehr rein. Sie begleiten uns. Meine Wahl, was? Und Sie nehmen ein Baby mit auf die Expedition? Na, Sie haben ja Mumm. Das Baby schläft. Und wenn selbst das Baby mitgeht, können Sie doch auch mitgehen, oder? Eine junge Frau, gestorben mit 36 Jahren, vor gut 3 Monaten. Wissen Sie woran? Ein Autounfall, das ist alles, was ich erfahren habe. Traurig, sowas. Ja. Die Kiesel, Kommissar. Es sind dieselben. Rufen Sie Dong La an, Estaler. Wir brauchen die Gerichtsmedizinerin, den Fotografen etc. O Erde, ich flehe dich an. Jedoch du willst denn schweigen dich. Was ist geschehen in jener Schreckensnacht? So sprich. Willst du nicht reden oder ist mein Ohr zu schmal, dass ich nicht höre das Raunen deiner Seelenqual? Er dichtet an einem solchen Tag? Er macht das, wie andere sich die Nase putzen. Ihre 12-füßigen Wendungen haben allerhand Vorteile, Virank. Sie haben recht. Die Erde weiß etwas und wir nicht. Gut, die Poesie ist vor allem dazu da, die Dinge komplizierter zu machen, oder? Aber wenn man sie komplizierter macht, versteht man sie vielleicht besser. Und wenn man sie besser versteht, kommen sie einem einfacher vor, letzten Endes. Oder? Ja. Wir brauchen die Erlaubnis zum Graben. Aber Sie haben nicht drin gegraben, verflixt. Das habe ich Ihnen doch gesagt. Jean-Baptiste? Da ist nichts weiter drin als der Kopf einer Frau, die vor 3 oder 4 Monaten gestorben ist. Ich will das verstehen, Ariane. Der Mörder wollte irgendwas von dieser Leiche holen. Sie wollte es. Es ist eine Frau, verdammt nochmal. Die Größe des Angreifers allein genügt nicht. Ich habe noch andere Indizien, die darauf hinweisen. Wenn die Tote Ohrringe getragen hätte, würdest du das noch sehen an den durchstochenen Ohrläppchen? Jean-Baptiste, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Ohren mehr. Was haben Sie dem Sterberegister entnommen, Dongla? Elisabeth Châtel, unverheiratet und kinderlos, geboren in Villebosque-sur-Risle bei Rouen. Warum das Kopfende des Sarges, Dongla, und nicht das Fußende? Immerhin ist am Kopfende nicht nur weniger Platz, es ist auch sehr viel unangenehmer. Hm. Naja. Noch etwas, Dongla. Sobald Sie Zeit haben, erkundigen Sie sich nach diesen 4 Burschen hier. Wer ist das? Das sind die Typen, die Verank den Schädel zerschnitten haben, als er ein Kind war. Äußerlich hat das verdammte Spuren hinterlassen. Aber innerlich noch viel schrecklicher. Wonach soll ich suchen? Ich möchte nur sehen, ob es Ihnen gut geht. Wo ist Verank jetzt? Er ist schon zurückgefahren. Sie haben mir erzählt, Sie wären zu 5. gewesen. Um den 5. Dongla kümmere ich mich selbst. Verstehst du dich gut mit dem dicken weiblichen Lieutenant? Das ist kein dicker weiblicher Lieutenant, sondern eine Gottheit. Mit 16 Armen und 12 Köpfen. So, das hatte ich noch gar nicht bemerkt. Ist aber so.
Retoncourt macht ganz nach Belieben davon Gebrauch. Sie setzt ihre Energie um in Geschwindigkeit, Gewichtsmasse, Unsichtbarkeit, Serienanalyse, Tragfähigkeit, körperliche Verwandlung, je nach Bedarf. Arbeitet sie mit dem Kerl zusammen, der die gescheckten Haare hat? Sie hat seine Ausbildung übernommen. Nicht nur. Sie mag ihn auch sehr. Er ist verführerisch. Relativ. Aber da das Leben nun mal schlecht eingerichtet ist, interessiert sich der klapprige Modegag für deinen weiblichen Lieutenant. Was? Danglars für Retoncourt? Wenn er dauernd das Weite sucht, kommt er nie an sie heran. Die Liebe, Ariane. Sie ist die einzige Schlacht, die man durch Rückzug gewinnt. Hast du Ärger? Ja. Umso besser. Ich höre mir gern die Geschichten von anderen an und vor allem ihren Ärger. Ariane, hier. Lass uns in dem Ding da essen. Was verstehst du unter Ärger? Vor langer Zeit ist mein Mann mit einer muskulösen Sanitäterin abgehauen, 30 Jahre jünger als er. Immer bringen die uns zu Fall, die Sanitäterin. Ich glaube, die Mörderin ist ziemlich alt. Eine junge Frau wäre das Risiko nicht eingegangen, nachts allein mit zwei Typen wie Diala und Lapayet auf einem gottverlassenen Friedhof herumzustehen. Das stimmt. Möglicherweise habe ich das Indiz für ihren Wahnsinn und vielleicht sogar für das Wesen ihrer Psychose. Für die letzten Schnittwunden, die sie Lapayet beigebracht hat, hat sie ihren Fuß auf seinen Oberkörper gestellt. Es waren Spuren von Schuhcreme auf Lapayets T-Shirt. Du musst wissen, dass sie die Unterseite ihrer Schuhe wichst. Die Schuhcreme wird als imprägnierender Stoff empfunden, als Schutzschicht. Aha. Welche Farbe? Blau. Jean-Baptiste, komm. Warum bringst du Gläser zum Kreischen? Um nicht selbst zu schreien, vielleicht. Gefällt dir irgendwas nicht? Es ist der Schatten, die alte Krankenschwester mit den 33 Opfern. Sie sitzt in einem Freiburger Gefängnis, brav wie ein Lamm, zurückgekehrt in den Alpha-Modus. Omega, Ariane. Sie hat einen Wärter niedergestochen. Dann nimm dich in Acht, Jean-Baptiste. Denn für sie bist du derjenige, der die Wand eingerissen hat. Du bist derjenige, der Bescheid weiß. Du musst verschwinden. Warum? Damit sie woanders, in einem anderen Leben, wieder eine ruhige Alpha werden kann. Möglicherweise sucht sie dich. Nehmen Sie sich Leibwachen, Kommissar. Das wäre vernünftiger. Ihrem Schutz vertraue ich mehr. Nachts kann ich nichts für Sie tun. Ich werde nicht im Stehen vor Ihrer Tür schlafen. Oh, für die Nächte mache ich mir keine Sorgen. Ich habe bereits ein blutrünstiges Gespenst im Haus. Ach ja? Ja, Estalle, in gewisser Hinsicht ist sie eine unmittelbare Rivalin unserer Krankenschwester. Falls die bei mir zu Hause eindringen sollte, wird sie es mit ihr zu tun kriegen. Sie sehen, da fürchte ich nichts. Ja, und woher haben Sie sowas? Von meinem Nachbarn, einem uralten Spanier mit nur einer Hand. Seinen rechten Arm hat er im Bürgerkrieg verloren. Ja, und hat der Spanier auch seinen Verstand verloren? Durchaus nicht. Auf dem Arm, der ihm fehlt, ist er von einer Spinne gebissen worden. Seit 69 Jahren hört es nicht auf, ihn da zu jucken. Dann kratzt er sich in der Luft an einer ganz bestimmten Stelle. So nehmt denn meinen Arm. Als Diener in der Not begleite ich euch im Sieg, begleite ich euch im Tod. Wollen Sie das wirklich, Vera? Da wird's nicht ums Ferseschmieden gehen. Ja, ich will es. Und Sie, Retoncourt? Ich willige ein. Darf ich rauchen? Nur zu, ich habe selbst lange geraucht. Alle Jungs rauchten heimlich in Cadiz. Warum lügen Sie, Verenc? Es war in Lobersack. Ich lüge nicht, Kommissar. Es war auf dem Weinberg. Es war in Lobersack, auf der Hochwiese hinter der Kapelle. Dort sind sie über sie hergefallen. Es war auf dem Weinberg und ich wurde ohnmächtig. Dann hat mein Vater mich dort weggeholt und ich wurde ins Krankenhaus nach Tours gebracht. Das war 3 Monate früher. An dem Tag, an dem ihnen die Stute durchgegangen und über sie drüber galoppiert ist. Das ist unmöglich. Woher wissen Sie das? Sie haben die beiden Orte durcheinander gebracht. Posttraumatische Verwechslung, würde die Gerichtsmedizinerin sagen. Denken Sie drüber nach. Eines Tages werden wir noch mal drüber reden. Danglars? Wer ist Robert? Geben Sie ihn mir. Robert? Wer sind Sie, Robert? Ah, aus der Kneipe in Arancourt. Ich werde sehen, was sich machen lässt, Robert. Haben wir einen Notfall?
Ein Hirschmörder. Die haben auch einen Schatten da oben in der Normandie. Aber damit habe ich jetzt nichts zu schaffen. Ich habe das Gefühl, dass Sie dorthin fahren wollen. Nein. Ich bin zu müde, Verank. Ja, wenn Sie wollen, fahre ich und Sie schlafen. Am späten Abend sind wir wieder zurück. Eine Stunde später besahen sie sich den Schauplatz des Mordes. Gewiss, es war ein Hirsch, aber ebenso war es pure Grausamkeit und ein Verbrechen an der Schönheit. Zwei Kugeln in die Brust. Und sein Herz war rechts abgelegt worden. Du bist extra wegen dem Roten gekommen. Dir gebührt die Ehre. Dir gebührt das Geweih. Adamsberg schlug 6-mal zu an den Stellen, die der Normanne Robert ihm zeigte. Verlier sie nicht. Die bringen Leben. Adamsbergs Finger schlossen sich fest um die perligen Geweihstangen des Hirschs. Und jetzt erzähl. Eigentlich wollte gar nicht ich, sondern Hermans, dass ich dir es erzähle. Aber sie kennt mich doch gar nicht, Robert. Vermute mal, jemand hat ihr dazu geraten. Wer? Vielleicht der Pfarrer. Bemühe dich nicht, Berner. Hermans und das Vernünftige sind zweierlei. Ich hab dir den Jungen mitgebracht. Glauben Sie mir nicht? Wegen dem Schatten? Was hat dir Angst gemacht? Die Art, wie er lief, seine Größe. Und dann dieses graue Tuch. Ich habe immer noch Angst. Hast du das deiner Mutter erzählt? Ja, natürlich. Und sie wollte, dass du mit mir darüber redest? Ja, nachdem sie zu dem Konzert gekommen waren. Weißt du warum? Die Leute reden dummes Zeug. Meine Mutter hat ihre eigenen Vorstellungen. Man muss sie bloß verstehen, das ist alles. Und der Beweis ist ja, dass es sie interessiert. Deine Mutter hat recht. Eine Sache noch, dann lasse ich dich in Ruhe. Mach mal die Augen zu. Und sag mir, wie ich aussehe und was ich anhabe. Wirklich? Wenn der Kommissar dich darum bittet. Sie sind nicht sehr groß, nicht größer als mein Onkel. Mit braunen Haaren, muss ich alles sagen? So viel du kannst. Nicht sehr ordentlich gekämmt. Ein Teil über die Augen, die andere nach hinten. Eine große Nase, braune Augen, eine schwarze Jacke aus Leinen mit vielen Taschen. Die Ärmel hochgekrempelt. Die Hose auch schwarz, ziemlich abgewetzt. Und sie tragen keine Strümpfe. Hemd, Pullover, Schlips, konzentrier dich. Nein. Was dann? Ein graues T-Shirt. Mach die Augen wieder auf. Du bist ein perfekter Zeuge, das kommt sehr selten vor. Aber was können wir tun, wenn es wirklich der Tod ist? Wir werden sehen. Wir finden schon was. Wer glauben Sie, hat dieser Hermans geraten, mit Ihnen zu sprechen? Ich weiß nicht, Verank. Robert wird dir von mir erzählt haben. Wir versuchen etwas anderes. Was? Dahinter zu kommen, warum er mich hergelockt hat. Wenn ich mich nicht an Steuer gesetzt hätte, wären Sie gar nicht hier. Das weiß ich, Liotno. Es ist ja nur so ein Eindruck. Kommissar, auch diese Frau hier hatte kein Glück. Gestorben mit 38 Jahren, fast wie Elisabeth Châtel. Und der Gesang der Erde, hören Sie ihn? Und sehen Sie, was er uns sagen will? Wenn Sie das Gras auf dem Grab meinen, ich sehe es. Es beschreibt eine Art Kreis. Und die Frau hier stammt auch aus der Normandie, genau wie Elisabeth. Ihr Hinterkopf ist zertrümmert. Ich habe den Eindruck, die Erde wurde vor allem auf der oberen Kopfhälfte weggeschaufelt. Möglicherweise wollte der Gräber sich eine Haarsträhne von der Leiche holen oder ein Auge, aber so wie sie jetzt aussieht... Ich weiß, Ariane. Ja. Konntest du erkennen, ob irgendwas an den Haaren gemacht wurde? Nein, sie hatte kurzes Haar, da ist keinerlei Schnitt zu erkennen. Du kannst zuschütten lassen, Jean-Baptiste. Wir haben alles gesehen. Was machst du denn damit? Das ist ein Hirschgeweih. Ja, das sehe ich. Aber warum trägst du es mit dir herum? Weil ich es hier nicht lassen darf, Ariane. Weder hier noch in der Kneipe. Ja, wie du meinst. Du bist wegen dem Schatten hergekommen und nicht wegen dem Hirsch. Willst du die Geweihstangen zurückhaben? Du hast sie, behalt sie. Pascaline Wilmot, wie ist sie gestorben? Ein Stein aus der Kirchenmauer hat ihr den Schädel zertrümmert, als sie das Gestrüpp an den Seitenschiffen wegrollte. Am besten könnte dir der Pfarrer darüber Auskunft geben. Sie hockte dauernd in seinem Beichtstuhl. Wo liest er morgen die Messe? Er hält keinen Gottesdienst mehr. Es ist vorbei. Oh, gestorben? Bei dir muss immer gleich jeder sterben. Wo ihm doch seine Reliquien geklaut wurden. Das hat ihn einfach fertig gemacht. Vom heiligen Hieronymus.
Stell dir vor, drei Stückchen Hühnerknochen, die sich unter einer Glasglocke duellierten. Aber ich will nicht den Herrn beleidigen. Manche sagen, der Pfarrer habe mit jemandem geschlafen. Und manche sagen, der Pfarrer wäre ein Mann wie jeder andere auch. Wird doch gemurmelt, wie die Frau heißt? Wer weiß das schon? Der Vikar schützt mich vor den Blicken der Außenwelt. Er hatte den Einfall mit der Depression, so lange, bis sich alles wieder beruhigt hat. Verlust der Berufung? Genau das. Plötzlich oder allmählich? Ja, wo liegt der Unterschied? Man sieht nach draußen, eine Frau fährt auf einem Fahrrad vorbei, auf den Apfelbäumen liegt Schnee, Ekel befällt einen. Das Jahrhundert ruft. Ich hatte einen Tausch im Auge, Herr Pfarrer. Ich hätte Ihnen vorgeschlagen, den heiligen Hieronymus wiederzufinden. Und Sie hätten mir was über Pascaline Villemot verraten. Ich schätze, dieser Handel interessiert Sie nicht? Das Reliquiengefäß vom heiligen Hieronymus enthielt vor allem Schafsknochen und sogar ein Schweinerüsselknöchelchen. Wie bitte? Im Schweinerüssel steckt ein Knochen? Ja, aber gewiss doch. Es ist ein kleiner, anmutiger, ebenmäßiger Knochen. Sieht ungefähr aus wie ein doppeltes Herz. Der Kirchenplünderer steht also mit den Resten einer Hammelkeule da? Nein, er hat vorher aussortiert. Nur menschliche Knochenteile hat er mitgenommen. Ein echter Kenner. Oder aber ein Kerl aus der Gegend hier. Es heißt, Sie haben Pascalins Leiche ausgegraben? Ja. Und eine andere Frau aus der Gegend hier hat dasselbe Schicksal erlitten. Elisabeth Châtel. Ja, die kannte ich ebenfalls gut. Soviel ich weiß, gibt es für eine solche Entweihung nur zwei Gründe. Beide gleichermaßen schrecklich. Entweder unbändiger Hass oder unbändige Liebe, die mit einer krankhaften Fixierung auf das Sexuelle einhergeht. Haben Elisabeth und Pascaline denn bei irgendwem eine heftige Leidenschaft ausgelöst? Beide waren sie Jungfrauen und zwar äußerst resistente. Glauben Sie mir, von einer so eisernen Tugend, dass einem die Lust vergehen konnte, diese noch zu predigen. Was haben Sie ihnen denn erzählt, so oft wie sie herkamen? Beichtgeheimnis. Tut mir leid. Ehrwürdiger Vater, Sie wissen genauso gut wie ich, dass das Beichtgeheimnis unter bestimmten Bedingungen weder zulässig noch rechtmäßig ist. Nur im Fall eines Mordes. Ich glaube, das ist hier der Fall. Naja, es war vor 6 oder 7 Monaten. Pascaline hatte mehrere Katzen. Eine von ihnen wurde massakriert und blutüberströmt vor ihrer Tür liegen gelassen. Neben dem Kummer hatte sie große Angst. Wieso das? Angst, dass irgendjemand sie verdächtigen könnte, sie wäre lesbisch. Das war eine fixe Idee von ihr. Ich sehe da keinen Zusammenhang. Aber ja, es war ein Kater und man hatte ihm die Genitalien abgeschnitten. Interessiert Sie das Buch? Ja, das hier. Ja. Es ist das De Sanctis Reliquis in seiner unzensierten Ausgabe aus dem Jahre 1663. Sie können gerne hineinschauen, aber benutzen Sie die Pinzette beim Umblättern. Es ist auf seiner berühmtesten Seite aufgeschlagen. Was ist so Besonderes an dem Buch? Es stellt den Originaltext wieder her, in welchem jenes teuflische Mittel stand, das die Kirche verdammt hatte. Aber lesen Sie doch selbst, Verlag. Der Text ist kompliziert. Wollen Sie nicht wissen, was ich über die 4 Namen herausgekriegt habe, die Sie mir gegeben hatten? Morgen, Dangler. Ich kann mich nicht mehr auf den Beinen halten. Gut, falls es Sie doch interessiert, sollten Sie wissen, dass 2 von Ihnen bereits tot sind. Was? Bleiben noch 2. Und Ihr 5. Sprechen Sie leise, Dangler. Verranc muss uns nicht unbedingt hören. Was ist aus den beiden geworden, Roland und Pierrot? Roland hat eine Eisenwarenhandlung in Po eröffnet. Pierre ist Wildhüter. Die werden sich denken können, dass da irgendwas faul ist. Vorausgesetzt, sie sind halbwegs intelligent. Das ist nicht gerade ihre Stärke. Dann müsste man sie wahrscheinlich warnen. Und der Neue ist nicht zufällig hier. Er ist auch ihretwegen hier. Vielleicht. Wodurch hat sich Ihre Meinung geändert, Herrgott nochmal? Leise, Kapitän! Sie erinnern sich an die Szene mit Noël? In dem Moment, als Noël ihn beleidigte, wollte Verranc reagieren. Aber er konnte nicht. Ein Kerl, der in 12-füßigen Sätzen spricht, ist verrückt. Finden Sie es normal, in Versen zu reden? Der Kerl hat noch nie im Leben seine Fäuste benutzt. Der hat niemanden umgebracht. Ich bin nicht sicher, ob Sie recht haben. Ich auch nicht. Der 5. sind Sie, nicht wahr? Ja. Ja? Verranc? Ich muss Ihnen was Trauriges sagen. Ich höre. Fernand, der Grindige, und Dicker Georges, sie sind tot. Alle beide.
Sie dürfen mich fragen, wie Sie gestorben sind. Wie sind Sie gestorben? Fernand ist in einem Swimmingpool ertrunken. Dicker Georges ist bei lebendigem Leibe in seiner Hütte verbrannt. Unfälle also. Das Los der Grausamen, sie enden in der Gruft. Traf sie der Götterblitz? War es der Verbrechen Last, das Bleich, sie liegen nun in kühler Grabesluft? Gute Nacht, Verac. Sie trug blaue Schuhe. Adamsberg sah erst den Beutel, dann den Lieutenant an. Sie hielt die Katze unter ihrem Arm und die Kugel ließ sich selig tragen, wobei ihre Pfoten und der Kopf wie ein Lappen schlaff herunterhingen. 40 Jahre lang hat die Krankenschwester alte Leute mit der Spritze kalt gemacht. Wieso sollte sie plötzlich bezahlte Totengräber anheuern und Jungfrauen ausgraben lassen? Warum sagen Sie Jungfrauen? Weil Pascaline eine war, genau wie Elisabeth. Na, was ist das denn? Eine Trophäe. Ein Zehnender, ja, immerhin. Aus welchem besonderen Anlass? Weil man mich gebeten hatte, mir den Hirsch anzusehen und ich hingefahren bin. Aber ich bin nicht sicher, ob man mich wirklich seinetwegen geholt hat. Ein Köder? Um sie auf den Friedhof von Opportun zu locken? Vielleicht. Sonst noch was? Dass ein Stein aus der Kirchenmauer Pascaline den Schädel zertrümmert hat. Und dass 3 Monate zuvor eine ihrer Katzen getötet, kastriert und in diesem Zustand vor ihrer Tür abgelegt wurde. Ich habe von Robert erfahren, dass Narziss, der Kater, schon eine ganze Weile vorher kastriert war und den ganzen Tag schlief. 11 Kilo? Sowas kommt nicht von ungefähr. Müssen wir uns wirklich so dringend um die Eier von diesem Kater kümmern? Wieso wurde ein Kater kastriert, der bereits kastriert war? Solange wir nicht wissen, ob die beiden Frauen ermordet worden sind, tappen wir im Dunkeln. Eine Möglichkeit gibt es, falls Sie sich dazu durchringen könnten. Sagen Sie? Man müsste den Stein beschaffen, der Pascalins Kopf zertrümmert hat. Folgt man der Unfallthese, ist er von der Kirchenmauer runtergefallen. Folgt man der Mordthese, hat er am Boden gelegen. Und der Mörder benutzte ihn zum Töten. Das Ganze hat sich an der Südseite der Kirche zugetragen. Wenn der Stein wirklich in der Mauer gesteckt hat, dürfte er also keinerlei Moosflechten aufweisen. Wenn er aber bereits im Gras lag, hätten sich sehr wohl auf einer Seite Moosflechten gebildet. Bei dem Klima dort ist das unvermeidlich. Und wie ich de Vallon kenne, bezweifle ich, dass er nach Moosspuren auf dem Stein gesucht hat. Wo befindet sich dieser Stein? In der Gendarmerie von Evreux. Oder auf der Müllkippe. Die Kugel spürte genau, wenn ihr bevorzugter Zufluchtsort sich reisefertig machte. Noch 3 Stunden später, während Lieutenant Redincourt bereits in Evreux ermittelte, wollte die Katze partout nicht aufhören zu greinen und presste ihre Nase an die Eingangstür der Brigade, das Hindernis zwischen ihrem kleinen Körper und der entschwundenen Frau, die all ihr Denken beherrschte. Adamsberg schleppte das Tier gewaltsam zu Danglars. Kapitän, Sie haben doch Einfluss auf dieses Viech. Machen Sie ihm verständlich, dass Redincourt zurückkommen wird. Geben Sie mein Glas Wein oder was weiß ich, aber tun Sie irgendwas, damit es aufhört zu jammern. Scheiße. Was? Ich habe gerade die Geschichte mit Narziss begriffen. Na, das wurde auch Zeit. In diesem Augenblick rief Redincourt an. Adamsberg hätte nicht sagen können, wer von beiden, Danglars oder die Katze, aufmerksamer die Ohren spitzte. Der Stein ist schon im Kofferraum meines Wagens und er ist auf einer Seite mit Flechten überzogen. Aha. Ich habe noch was anderes. Ich weiß, was mit Narziss passiert ist. Nicht die Eier, sondern das Glied wurde ihm abgeschnitten. Wo sind wir, Kommissar? In einer abscheulichen Geschichte, Redincourt. Kommen Sie schnell zurück. Ihrer Katze hier geht's nicht besonders gut. Das kommt daher, weil ich weggefahren bin, ohne ihr Bescheid zu sagen. Geben Sie sie mir. Adamsberg kniete sich hin und hielt der Katze das Handy ans Ohr. Er hatte mal einen Schäfer gekannt, der mit seinem Leitschaf telefonierte, um dessen seelisches Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Seither erstaunten ihn solche Dinge nicht mehr. Darf ich fragen, worum es geht? Danglars, beide Frauen sind ermordet worden. Ermordet? Nur um 3 Monate später ihren Sarg wieder zu öffnen? Ich weiß, Danglars, das klingt nicht logisch, aber einem Kater das Glied zu amputieren auch nicht. Das ergibt durchaus einen Sinn. Ich kannte Zoologen, die haben dem große Bedeutung beigemessen. In welchem Zusammenhang? Um an den Knochen darin heranzukommen. Es steckt ein Knochen im Glied des Katers. Sie machen sich über mich lustig, Danglars. Es steckt ja auch ein Knochen im Rüssel des Schweins. Die Katze hatte sich auf den Rücken gerollt und hörte zu, wie Lieutenant Violette Redincourt ihr erklärte, sie käme bald zurück.
Fassen wir zusammen. Zwei Männer sind erstochen worden. Bei beiden Einstichmale von einer Spritze. Laut Gerichtsmedizinerin ein Täuschungsmanöver. Die Stiche sind postmortem gesetzt worden. Und wie die Gerichtsmedizinerin annimmt, von einer Frau. Nachforschungen über die Aktivitäten der beiden ermordeten Männer führten uns zu den Gräbern von Elisabeth Chantal und... Pascaline Villemot. Sie sind aufgebrochen und nach irgendetwas durchsucht worden, Kommissar. Uns fehlten die Opfer, der Mörder und das Motiv. Alle drei haben wir jetzt. Elisabeth Chantal und Pascaline Villemot sind nicht verunglückt, sie wurden ermordet. Den Beweis hat Rétoncourt heute Nachmittag aus der Gendarmerie in Évreux mitgebracht. Die Krankenschwester, die wir vor 2 Jahren geschnappt haben, ist laut Gerichtsmedizinerin eine Dissoziierte. Mit ihrer Alpha-Hälfte, der normalen, und ihrer Omega-Hälfte, dem Todesengel. Sie ist aus der Haft ausgebrochen oder freien Fuß. Sie hat über 30 Morde begangen. Tatwaffe? Eine Spritze. Claire Langvin, die Todesengel-Krankenschwester, weist alle Merkmale auf. Rétoncourt hat Schuhe ausfindig gemacht, die ihr mal gehört haben. Sie sind aus blauem Leder. Keine Gewissheit, aber wir engen die Nachforschungen über die Krankenschwester weiter ein. Das haut nicht hin. Es erklärt uns nicht, was sie mit ihren Jungfrauen will. Und auch nicht, was sie in deren Gräbern macht. Sie sucht nach dem ewigen Leben. Na, das ist ihr Motiv. Deswegen wurde auch das Reliquiengefäß in der Kirche in Le Mesnil geplündert. Der Plünderer hat nur die 4 Menschenknochen des heiligen Hieronymus gestohlen. Einen Schweinerüsselknochen und ein paar Schafsknochen hat er liegen lassen. Schweine haben einen Knochen im Rüssel? Sieht so aus, Österlehr. Ebenso ist es nicht selbstverständlich, dass man weiß, dass Kater einen Penisknochen besitzen. Wir haben es also tatsächlich mit einer Kennerin zu tun. Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen den Reliquien, dem Kater und den Grabstätten, außer dass in allen 3 Fällen Knochen vorkommen. Bleibt noch das Buch, in dem sich diese 3 Bestandteile in einer Art Kochrezept wiederfinden. Eine Art Medikation, Heilmittel. Zu welchem Gebrauch? Um das ewige Leben herzustellen. Der Pfarrer ist sehr stolz darauf. Ich glaube, er zeigt es jedem Besucher. Genau wie sein Vorgänger, Pater Raymond. Das Rezept muss in der ganzen Gegend seit mehreren Generationen bekannt sein. Es handelt sich um das De Sanctis Reliquis in seiner Ausgabe von 1663. Es würde sich also lohnen, dieses Buch zu analysieren. Ist das so? Ich glaube ja. Und wo ist es? Verranc erinnert sich an den Wortlaut des Rezepts. Der Medikation. Er hat es auswendig gelernt. Er hat es einmal überflogen. Er hat das auswendig gelernt? Na los, Verranc, aber schön langsam. Unfehlbares Mittel, das Leben zu verlängern, durch die den Reliquien innewohnende Kraft, die Miasmen des Todes zu mindern, basierend auf dem wahrheitlichsten Verfahren und von einstmaligen Irrtümern gereinigt. So lautet die Überschrift. Weiter, Liedner. 5-mal verstreicht die Zeit der Jugend, da du sie umkehren musst, sie ihrem Lauf entreißt und den gegangenen Weg zurückgehst. Das verstehe ich nicht. Niemand versteht es wirklich. Ich glaube, es geht um das Lebensalter, in dem man das Heilmittel schlucken sollte. Sehr gut möglich. 5 mal 15 Jahre, das durchschnittliche Heiratsalter im frühen westlichen Mittelalter, ergibt 75. Das heißt genau das Alter, in dem der Todesengel heute ist. Weiter, Verranc, aber Stück für Stück. Dafür zermalst du zu Pulver die heiligen Reliquien. Nimmst 3 Prisen... 3 Prisen Heiligenknochen zu Pulver zerrieben. Vermischt sie mit jener Manneskraft, die sich nicht beugen lässt. Ein Phallus? Ja, zum Beispiel ein Glied in Gestalt eines Knochens. Das heißt der Penisknochen des Katers. Desgleichen mit dem Lebendigen von Jungfrauen, selbigem Dextra. Angesetzt zu 3 gleichen Teilen. Achtung, hier kommen unsere Jungfrauen ins Spiel. Ja, aber was denn nehmen verflucht? Genau das ist die Frage. Was ist das Lebendige von Jungfrauen? Das Blut. Das Geschlecht. Das Herz. Die Nägel, die Haare. Na, dafür hätten Sie die Frauen nicht umbringen müssen. Die Knochen. Zum Beispiel die Beckenknochen. Die Schale der Fruchtbarkeit. Als Ergänzung zur Manneskraft. Das ergäbe einen Sinn, Schuster. Doch nur das Kopfende der Särge ist geöffnet worden. Ansonsten fehlt nicht mal ein Splitter. Sackgasse. Wir versuchen es weiter im Text. Welches du zerstößest mitsamt dem Kreuz, das im Ewigkeitsspross lebt. Adiakens in gleicher Menge. Das Kreuz, das im Ewigkeitsspross lebt, ist das Kreuz Christi. Ja, Bruchstücke des sogenannten echten Kreuzes sind zu Tausenden als geheiligte Reliquien verkauft worden.
Wobei all dies dem Kreis des Heiligen entstammen soll. Das ist klar. Im Mittelalter war es für das Gelingen einer Arznei entscheidend, dass die einzelnen Bestandteile zusammenpassten. Der Knochen eines normannischen Heiligen wird sich folglich leichter mit dem Knochen einer normannischen Jungfrau und dem eines Katers aus derselben Gegend verbinden. Und weiter, Berak. Und solches mit dem Wein des Jahres verrührt? Mit Wein lässt sich das Ganze besser schlucken. Das Blut Christi. Hier schließt sich der Kreis. Ja, aber wieso des Jahres? Weil Wein früher nicht gelagert wurde. Es war immer der aus dem jeweiligen Jahr. Was bleibt noch übrig? Wird sein Haupt zu Boden zwingen. Im Sinne von Kopf. Ihn besiegen, den Tod besiegen, nehme ich an, den Totenkopf. Der Kommissar, die Wange in die Hand gestützt, schien sich auf ein Nickerchen eingestellt zu haben. Danglars wollte ihn gerade mit dem Ellbogen anstoßen. Ich glaube, dass eine dritte Frau ermordet wird. Er ist kompliziert, nicht wahr, Berenc? Der Text? Also ich verstehe nicht wirklich. Und Sie werden ihn mir auch nicht erklären, oder? Naja, vorher müsste ich Ihnen noch ein paar andere Dinge erklären. Ich höre. Nun, Sie sollten besser wieder gehen, Berak. Niemand fängt Adamsberg ein. Genauso wenig, wie man den Wind einfängt. Wenn Sie versuchen, ihm Ärger einzuhandeln, müssen Sie erst an mir vorbei. Das kann ich mir denken, Kommandant. Aber ich versuche überhaupt nichts. Jungs sind Jungs. Sie sind aus dem Alter raus, wo Sie sich mit deren Keilereien abgeben. Und er auch. Bleiben Sie und tun Sie Ihren Job oder verschwinden Sie. Im Übrigen bin ich der Überzeugung, dass Sie den Text schon vorher kannten. Weißt du noch, wo wir stehen geblieben waren, Tom? Erinnerst du dich an den netten Steinbock? Der Vögel mochte, aber nicht wollte, dass der andere, rothaarige Steinbock auf seinen Berg geklettert käme und ihn ärgerte. Da kam ein sehr weises Kamel vorbei, das sämtliche Bücher gelesen hatte und sagte zu dem braunhaarigen Steinbock, »Nimm dich in Acht vor dem Kerl, er hat bereits 2 Steinböcke umgebracht und dich kriegt er auch noch.« »Ich will nicht auf dich hören«, sagte der braunhaarige Steinbock zu dem weißen Kamel. »Du verlierst den Verstand, du bist eifersüchtig.« Doch unser braunhaariger Steinbock war nicht beruhigt. »Ach, jetzt schläfst du.« »Parfümiert dich deine Mutter?« »So idiotisch, Babys darf man nicht parfümieren.« »Du bist das gar nicht, das ist das Bett.« Kurze Haare. Männerhaare. 2 schwarze und ein rotes. Das war der rothaarige Steinbock, mein Kleiner. Er hat angegriffen und die Frau des anderen mitgenommen. Und das heißt Krieg, Tom. Die ganze Aktion ist natürlich illegal. Versteht sich, Fossi. Ich muss mehr darüber wissen. Hat es mit seinen Gedichten zu tun? Ganz und gar nicht. Mit seinem Tigerhaar? Ja. Hat man ihm wehgetan? Schon möglich. Rächt er sich? Schon möglich. Eine Rache auf Leben und Tod? Ich weiß es nicht. Ich verstehe. Letztendlich hieße das also auch, ihn vor sich selbst zu schützen. Genau. Na dann los. Was peilen wir an? Welche Ziele gibt es? Stellen Sie es auf Abhören ein und senden Sie mir den Empfang nach Hause. Hier sind meine Hausschlüssel. Installieren Sie die Anlage im Schlafzimmer, im oberen Stock, weit weg vom Fenster. Selbstverständlich. Ich brauche nicht nur den Ton. Ich brauche auch einen Bildschirm, um verfolgen zu können, wohin er geht. Ist das wichtig, zu wissen, wo er hingeht? Es ist entscheidend, Frossi. Dann müssen wir noch größere Sicherheit haben als allein durch sein Handy. Wir befestigen ein GPS unter seinem Auto. Auch eine Wanze im Auto? Im Verlauf der Woche schienen die Ermittlungen zum Stillstand zu kommen. Die einen neigten zur Aufgabe, die anderen vertrauten Adamsbergs Vorgehensweise. Die einen, die Positivisten, meinten, Adamsberg zöge die Ermittlungen in die Länge, treidelte sie sehnsuchtsvoll durch Nebelschwaden, wobei er seine verirrten Mitarbeiter ohne Marschbefehl und Anweisungen hinter sich ließ. Die anderen, die Wolkenschaufler, waren der Ansicht, dass die Ergebnisse des Kommissars genügten, um vor sich hin tuckernde Ermittlungen zu rechtfertigen. Auch wenn sie selbst das Wesentliche der Methode nicht begriffen. Und die Splitter vom Kreuz, hat das irgendwas ergeben? Keine einzige Reliquie in der ganzen Rotnormandie. Wir geben's auf. Was, Lieutenant? Alles. Das Buch, den Kater, die dritte Jungfrau, den Reliquienkram, dieses ganze Tohuwabohu. Das ist doch alles Quatsch. Ich glaube, Justin hat nicht ganz unrecht.
Ich glaube, wir sind auf der falschen Fährte, Kommissar. Und Adamsberg hatte dank Frossis Installationen zweimal live den Geschlechtsakt Verin Camille mit angehört und war erschlagen von der Gegenwärtigkeit der beiden Körper. Verletzt von der Schamlosigkeit einer Wirklichkeit, die die Wirklichkeit der anderen war. Estelle, was ist mit Rettoncourt? Sie entzieht uns ihre gesamte Energie und der Katze auch. Sie wandelt sie um. Und in was Ihrer Meinung nach? Irgendwas lässt ihr keine Ruhe. Kaum hatte er die Tür seines Hauses hinter sich zugemacht, verschwand Adamsberg unter der Dusche. Heftig schrubbend wusch er sich die Haare, dann lehnte er sich an die gekachelte Wand und ließ mit geschlossenen Augen und hängenden Armen das warme Wasser an sich herunterlaufen. Wenn du dermaßen lange im Fluss bleibst, hatte seine Mutter immer gesagt, wirst du ausbleichen, ganz weiß wirst du werden. Ariane Lagardes Bild ging ihm belebend durch den Sinn. Gute Idee, sagte er sich und drehte die Wasserhähne zu. Er könne sie zum Abendessen einladen, dann würde man schon sehen, ob oder ob nicht. Flüchtig trocknete er sich ab, zog seine Kleidung über die noch feuchte Haut und ging an der Abhörkonsole vorbei, die am Ende seines Bettes stand. Morgen würde er Frossi bitten, diese Höllenmaschine abzuschalten und mit all dem Kabelzeug auch gleich den verfluchten Dreckskerl von Bearner samt seinem schiefen Lächeln mitzunehmen. Adamsberg legte sich aufs Bett. Ein Psychiater erläuterte gerade im Fernsehen Ursachen und Auswirkungen des Besitzzwangs. Adamsberg stellte erleichtert fest, dass er momentan keines der beschriebenen Symptome aufwies. Plötzlich richtete er sich auf, um das Gerät abzuschalten. Lass dir bloß nicht einfallen, dich von der Stelle zu rühren, Arschloch. Hast du eine Knarre? Meine Dienstwaffe. Wo? Auf dem Stuhl. Mordon? Ja, Kommissar? Mordon, fahren Sie schnell zu Verins Wohnung. Bewaffneter Überfall. Sie sind zu zweit. Im Galopp, Mordon. Also wollen Sie... Sie haben es auf ihn abgesehen. Waffen? Und deiner Meinung nach? Ich hab keine... Dongla, zwei Kerle überfallen Verank in seiner Wohnung. Bring doch mal scharf nach, mein Junge. Sausen Sie zur Brigade rüber, Sie müssen Verank weiter abhören. Wie abhören? Kommst du nicht drauf? Tut mir leid, ich kenne Sie nicht. Scheiße, hören, was Verank sagt. Ich hab doch gar nicht seine Handynummer, wie soll ich dann veranlassen, dass er abgehört wird? Sie sollen gar nichts veranlassen, sondern das Abhörgerät übernehmen. Der Apparat steht in Frossis Schrank. Dem links. Machen Sie schnell, Herrgott! Bleiben Sie ja am Gerät, ich komme. Aber wo wir dein Gedächtnis mal auf die Sprünge helfen. Zieh dir trotzdem die Hose über, dann siehst du angemessen aus. Wohin gehen wir? Wir machen einen kleinen Ausflug. Mordon? Ja, Kommissar? Du fährst, wir sagen dir schon, wohin. Mordon, Sie sind draußen auf der Straße in der Nähe seiner Wohnung. Die werden zusammen mit ihm in sein Auto steigen. Schalten Sie das GPS ein. Ich habe seine Wellenlänge nicht. Aber ich sende Ihnen den Ton über Funk. Welchen Ton? Den aus dem Auto. Lass dir bloß nicht einfallen, rumzuschreien, Idiot. Schnall dich an, Hände bleiben am Lenkrad. Lass dir bloß nicht einfallen, rumzuschreien, Idiot. Adamsberg kannte diesen Satz. Von weit, von sehr weit her. Fahr zur Ringautobahn. Großer Gott, Kapitän. Niemand wird je erfahren, warum du auf einer Baustelle gestorben bist. Und man wird nie wieder was von dir hören, Verank. Die werden ihn kalt machen. Wer? Ich hätte dich ja liebend gern auf der Hochwiese umgelegt. Aber so ein Idiot bin ich nicht, Verank. Ich werde die Bullen nicht noch mit der Nase draufstoßen. Sieh, die Kerle aus Caldes! Anders konnte er sich's nicht erklären. Danglars hatte es wohl für richtig gehalten, die beiden letzten der Viererbande aus Caldes zu alarmieren, um sie vor Verank zu schützen. Danglars hielt Verank für den Mörder der beiden ersten Opfer der Viererbande und fürchtete ihn zugleich als Nebenbuhler in Adamsbergs Gunst. Aber Adamsberg hätte ihm sagen können, dass Roland und Pierrot nicht die Burschen waren, die sorglos eine Gefahr abwarteten. Frossi? Tut mir leid, dass ich Sie aus dem Bett hole. Bauen Sie die ganze Anlage ab. Zuerst in der Brigade, anschließend bei mir. Danach begeben Sie sich auf direktem Wege nach Saint-Denis, Rue des Écrouelles. Dort finden Sie Verinks Wagen. Säubern Sie alles. Kann es nicht ein paar Stunden warten? Ich würde Sie nicht morgens um 3:20 anrufen, wenn es auch nur eine Minute warten könnte. Lassen Sie alles verschwinden. Gut. Was meinst du, Tom? Da hatte das weise Kamel eine riesige Dummheit begangen. Aus Eifersucht. Obwohl es doch sämtliche Bücher gelesen hatte. Es suchte zwei große Wölfe. Die beiden Wölfe fackelten nicht lange und stürzten sich auf den rothaarigen Steinbock. Mit einiger Verspätung stürzte sich der braunhaarige Steinbock auf die Wölfe und brach ihnen die scharfen Zähne aus. Die beiden Wölfe machten sich aus dem Staub
Der rote Steinbock war ins Bein gebissen worden. Und der braunhaarige Steinbock musste ihn versorgen. Er konnte ihn doch nicht sterben lassen. Oder? Ein grausames Schicksal zerteilt meine Seele. Mein Stolz mich drängt, dass ich den Krieger eher, der mich errettete, von schurkischem Gequäle. Wenn man an alte Erinnerungen rührt, Verank, geht man immer ein Risiko ein. Jedes. Die Arterie wurde nur knapp verfehlt. Mein Herz jedoch läuft Sturm gegen denselben Herrn. Er ist mein Unglücksgrund. Wer jubelt da schon gern? Ja, genau da liegt das Problem. Ich bin in einer ebenso schwierigen Lage wie Sie. Ich rette das Leben eines Mannes, der meines zerstören kann. Wie das? Weil Sie mir das weggenommen haben, was mir das Kostbarste ist. Etwa Ihren Ruf? Den habe ich noch nicht angetastet. Aber meine Frau schon. Treppenabsatz, 7. Stock. Das konnte ich nicht wissen. Nein, man weiß niemals alles. Erinnern Sie sich immer daran. Haben Sie mich überwachen lassen? Wir müssen uns verständigen, Verank. Wir werden Roland und Pierrot laufen lassen. Nie gesehen, nie gehört. Ah, ein Geschenk. Ich will aus einem persönlichen Grund, dass die beiden fliehen. Ich habe sie nicht verfolgt, Verank. Ich habe sie abgehört. Ich habe ihr Mobiltelefon anzapfen und eine Wanze und ein GPS in ihrem Wagen anbringen lassen. Und ich würde es vorziehen, wenn niemand was davon erfährt. Im Falle einer Untersuchung käme alles auf den Tisch, inklusive der Abhöraktion. Wer sollte es ausplaudern? Diejenige, die die Anlage auf meinen Befehl hin installiert hat. Sie hat mir vertraut, sie hat mir gehorcht. Sie ist eine redliche Frau. Im Falle einer Untersuchung wird sie alles sagen. Drei Türen neben Verancs Zimmer in der Nummer 435 verhandelten Roland und Pierrot erbittert mit dem Kommissar. Verank humpelte draußen auf dem Gang in sein Zimmer zurück. Er schaffte es gerade noch rechtzeitig an seiner Tür zu sein, bevor Adamsberg aus der 435 kam. Erschöpft warf er sich auf sein Bett. Er hatte nie gewusst, weshalb sein Vater dem Verkauf des Weinbergs letztendlich zugestimmt hatte. Danglars Verank ist nicht tot. Niemand ist tot. Außer Ihnen vielleicht, der Sie in Ihrem Wohnzimmer vor sich hinsterben. Ich bin in der Küche. Danglars, nehmen Sie eine Flasche und kommen Sie zu mir. Ich bin allein mit Tom. Ich werde die dritte Jungfrau aufgeben, Danglars. Niemand glaubt an sie, niemand will was von ihr hören und ich selbst habe auch nicht die leiseste Ahnung, wie man diese Frau finden könnte. Die These mit dem De Reliquis ist so vage wie eine Vision. Sie hängt an einem seidenen Faden, aber diesen Faden gibt es. Und er verbindet alle, selbst die abwegigsten Bestandteile dieser Geschichte. Er verbindet sogar die Schuhsohlengeschichte mit der Dissoziation. Wie das? Bei allen mittelalterlichen Beschwörungszeremonien malte man einen Kreis auf den Boden. In seiner Mitte tanzte die Frau, die den Teufel anrief. Auf diese Weise, mit Hilfe des Kreises, trennte man symbolisch ein Stück Boden von der übrigen Erde ab. Auch unsere Mörderin agiert auf solch einem herausgehobenen Stück Boden, das nur ihr gehört. Agiert an ihrem Faden, in ihrem Kreis. Retancourt ist mir bei diesem Faden nicht gefolgt. Ich weiß nicht, wo Retancourt ist. Sie ist doch heute nicht in der Brigade erschienen. Und bei ihr zu Hause geht keiner ans Telefon. Geben Sie Alarm, Kapitän. Vor dem Wochenende, am Freitagnachmittag, rauchte sie am Empfang eine Zigarette mit dem neuen Lieutenant, der mit dem hübschen zweifarbigen Haar. Sie sagte zu ihm, dass sie die Brigade ziemlich früh verlassen werde, da sie noch bei jemandem vorbeischauen wolle. Vorbeischauen oder Verabredung? Ist das ein Unterschied? Ja. Denken Sie nach, Bettina. Ich glaube, sie sprach wirklich von Vorbeischauen. Wie geht's dem Bein? Gut. Besser als Ihnen offensichtlich. Was ist los? Retancourt ist verschwunden. Seit 3 oder seit 5 Tagen. Sie ist nirgends. Sie hat nichts von sich hören lassen. Sie haben sie zuletzt gesprochen, erinnern Sie sich? Ja, richtig. Sie hatte Dr. Roman versprochen, bei ihm vorbeizukommen. Sie ginge fast jede Woche zu ihm, sagte sie, um ihn ein bisschen zu zerstreuen. Sie hielt ihn über die Ermittlungen auf dem Laufenden und brachte ihm Fotos, damit er nicht ganz aus der Übung käme. Fotos? Wovon? Fotos von Toten, Kommissar. Die brachte sie ihm. Sie
Sie ist verschwunden, Romain. Ich habe schon verstanden, mein Lieber. Hat sie irgendwas zu dir gesagt am letzten Freitag? Etwas, das uns weiterhelfen könnte? Hat sie dir ein Problem anvertraut? Sie kommt oft, weißt du? Sie hat mir sogar einen Satz Fotos dabelassen, damit ich eine Beschäftigung habe. Gib mir noch zwei Aufputschpillen. Die gelb-rote Schachtel. Ich sage dir, die Mörderin, nach der du suchst, ist eine echte Verrückte und gefährlich. Würdest du auch sagen, dass es eine Frau ist? Ja, natürlich. Ja, Jan ist Profi. Du kannst ja blind vertrauen. Retancourt hat mir die alte Medikation vorgelesen. Genauso ist es. Das Lebendige von Jungfrauen. Damit hast du ins Schwarze getroffen. Das Lebendige von Jungfrauen? Davon kann sie dir nichts erzählt haben, denn das ist das Einzige, das wir nicht verstanden haben. Du hast es nicht verstanden? Es ist das Haar, verdammt. Das sieht man doch auf deinem Foto, Mensch. Elisabeth Châtel, ihr wurden Haarsträhnen abgeschnitten. Ariane hatte auch schon an die Haare gedacht. Du scheinst sie gern zu haben, die Ariane. Wer hat dir das gesagt? Deine Retancourt. Warum hat Ariane die abgeschnittenen Haare nicht bemerkt? Weil nur ich es sehen konnte. Ariane ist eine Meisterin, aber ihr Vater war kein Friseur. Dein Vater war Friseur? In diesem laienhaft gestutzten Haar war es für Ariane unmöglich, frisch geschnittene Strähnen aufzubauen. Hast du das alles am Freitag Retancourt erzählt? Natürlich. Was hat sie dazu gesagt? Nichts. Sie ist nachdenklich geworden, genau wie du. Mit diesem Lebendigen und allein damit hat Retancourt etwas begriffen, was wir immer noch nicht begriffen haben. Ich vermag nicht, wie Retancourt zu denken. Keiner von Ihnen kann das. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Es ist gar nicht mal sicher, dass Violette etwas begriffen hat. Es ist gar nicht mal sicher, dass die Irre sie entführt hat, um sie zum Schweigen zu bringen. Wozu dann? Ich glaube, sie ist noch Jungfrau. Und sie ist 35 Jahre alt. Und sie wurde in der Normandie geboren. Und sie hat schönes Haar. Ich glaube, sie könnte die dritte Jungfrau sein. Wieso ausgerechnet Retancourt? Ja, um uns zu bestrafen. Indem sie Violette nimmt, verschafft sich die Mörderin den Stoff, den sie braucht. Und zugleich trifft sie uns mitten ins Herz. Frossi, Sie haben die Ausrüstung doch noch nicht zurückgegeben. Nein, Kommissar. Gut. Die Kugel wird uns zu Retancourt führen. Die Kugel? Aber die Kugel ist ein apathischer Lappen. Die Kugel ist ein apathischer Lappen, der Retancourt liebt. Die Kugel ist ein Tier. Mit einem Gedächtnis, in dem 100.000 Gerüche gespeichert sind. Frossi, befestigen Sie einen Sender am Hals der Katze. Wir nehmen einen Arzt mit. Ein Krankenwagen soll hinterherfahren. In einer Stunde sind wir weg. Sie schaut sich die vorbeifahrenden Autos an. Scheiße! Ein riesiges Ungetüm startete seinen Flug über Paris nach Süden. Ganz auf die Bewegungen einer rundlichen, weichen Katze fixiert, die für das Leben draußen so gut wie ungeeignet war. Katzen können nicht lange rennen. Von Zeit zu Zeit wird sie einen kurzen Sprint einlegen, aber nicht mehr. Die läuft ganz gemächlich Richtung Fontenay-aux-Roses. An alle Einsatzwagen. Fahren Sie auf die D77, Fontenay-aux-Roses. Vielleicht sucht die Kugel einfach ihre Mutter. Erwachsene Katzen erkennen ihre Mutter nicht mehr. Sie ist ihnen vollkommen Richtung egal. So, die D67. Über die 75. Sie ruht sich aus. Falls Retancourt in der Bonne ist, haben wir noch ordentlich was vor uns. Verdammt, Mordor! Wer sagt denn, dass sie in der Bonne ist? Entschuldigung, ich bin völlig runter mit den Nerven. Was möchten Sie? Was Süßes oder was Herzhaftes? Sie schläft immer noch. In der Pilotenkanzel des Hubschraubers, der am Himmel kreisend über den Schlaf der Katze wachte, schmierte Frossi Entenleber mit grünem Pfeffer auf Brot. Schweigend aß man. So langsam wie möglich, um die Zeit nicht zu spüren. Solange man etwas zu tun hat, kann alles geschehen. Na, sie wandert weiter. Estaler hielt die Hände um den Lenker seines geparkten Motorrades gekrampft. Die Kugel tippelte durch Industriegebiete, durch Brombeergestrüpp und Weideland, überquerte Bahngleise. Estaler bewunderte die Katze. Sie sucht. Ich fliege näher ran. Eine Lagerhalle. Ein Autoschrottplatz, stillgelegt. Ein Autoschrottplatz, über die C8, dort wo die C6 sie kreuzt. Wir landen. Die Kugel lief schließlich auf die Lagerhalle zu, wobei sie plötzlich sehr schnell zu rennen begann. Zum zweiten Mal an diesem Tag. Sie weiß genau, wohin sie geht. Ein dunkles Loch, in dem drei verwahrloste Hunde lebten, die jetzt betäubt im Hof lagen. Was macht die denn jetzt?
Die Katze sprang mit einem Satz auf Rüttenkurs Körper und streckte sich genüsslich auf ihrer schmutzigen Kleidung aus. Es ist ein Tier. Er hatte Rüttenkur nur kurz angeleuchtet und dabei ihr staubverdrecktes Gesicht bemerkt, ihre schon blauen Fingernägel, den offenen Mund und ihre blonden Haare, über die eine Spinne lief. 7 Tage und 7 Nächte war es her. Der Geruch. Er nahm nur den Gestank des Diesels wahr. Motoröl, Urin und Kot. Nur maschinelle und tierische Ausdünstungen. Aber keinen Verwesungsgeruch. Sie ist tot und zugleich ist sie nicht tot. Doktor. Noch warm. Koma? In gewissem Sinne ja, aber die Vitalfunktionen sind noch erhalten. Die Spritze. Vorher ist sie brutal niedergeschlagen worden, mögliche Schädeltrauma. Sie wurde gefesselt, der Strick ist in die Haut gedrungen. Das ist nicht normal. Ich gebe zu, das übersteigt meinen Horizont. Sie ist nicht normal, Doktor. Wo ist die Katze? Auf der Trage. Nehmen Sie sie, Frossi. Mhm. Bringen Sie sie wieder auf die Beine. Gut, Kommissar. Übrigens, in Dordogne gibt es ein sehr gutes Restaurant, die Windrose, mit Holzgebälk und Kerzen. Spezialität sind Krustentiere, erstklassiger Weinkeller, Seebarsch und Salzkruste, je nach Anlieferung. Allerdings ist es etwas teuer. Er schaute in die erschöpften, von den Taschenlampen weiß angestrahlten Gesichter seiner Mitarbeiter. Die ungebührliche Aussicht auf ein luxuriöses Abendessen an einem gepflegten Ort kam ihnen ebenso unerreichbar wie begehrenswert vor. Irgendwo in einem anderen Leben angesiedelt. Eine listige Luftblase, die die Macht hätte, den Schrecken für Augenblicke aufzuheben. Einverstanden, Frossi. Wir haben uns für eine vollständige Bluttransfusion entschieden. Das ist unsere letzte Chance. Aber sie hat Blutgruppe A negativ und die Reserven sind leider Gottes gestern nach einem Verkehrsunfall aufgebraucht worden. Und die Spender, Doktor? Wir haben immer nur einen, wenn wir 3 bräuchten. Blutgruppe 0? Ja, gut. Aber ich habe 2 Gläser Wein getrunken. Ach, das ist uns vollkommen gleich. Darauf kommst du nun auch nicht mehr an. Er lag auf dem Rücken neben ihr und starrte auf ihr Gesicht. Nie zuvor hatte er bemerkt, dass Rüttenkur ihr Haar dunkler färbte, als es von Natur aus war. Halten Sie noch durch oder wird Ihnen schon blümerant? Es schien ihm, als hätten sich Rüttenkurs Lippen bewegt. Vielleicht wollte ihm der Lieutenant irgendetwas sagen. Ihm was erzählen über dieses Lebendige, das ihr auf dem Kopf nachwuchs. Das ihr aus dem Schädel spross wie die Hörner eines Steinbocks. Das Lebendige. Das brachte ihm in Erinnerung, dass Steinbockhörner ja nichts weiter waren als stark komprimiertes Haar. Oder andersherum, dass Haare ja nur äußerst aufgelockerte Hörner waren. Er würde sich morgen daran erinnern müssen. Spricht sie, Doktor? Ungefähr immer dieselbe Platte, diese berühmten Verse, Sie wissen schon. Was für Verse? Die von Corneille, die jedermann kennt. Oh, das des letzten Römers, letzten Seufzer ich hören könnte und vor Wonne dann noch sterbend hauchen, das habe ich getan. Das ist ganz so gar nicht ihre Art. Murmelt sie wirklich genau das? Adamsbergs Blick fiel auf ein kleines, ziemlich hässliches Bild im Hotelzimmer. Ein Waldmotiv, auf dem eine Hirschkuh mit ihrem Kitz unter Laubwerk zu sehen war. Ein Weibchen mit Jungtier, hätte Robert gesagt. Und plötzlich begann er zu ahnen, was ihm bis jetzt noch gefehlt hatte. Es steckt ein Knochen im Rüssel des Schweins. Es steckt ein Knochen im Glied des Katers. Und wenn er nicht irrte, und so unmöglich es auch schien, steckte ein Knochen im Herzen des Hirschs. Ein Knochen, der ihn geradewegs zu der dritten Jungfrau führen würde. Blaue Schuhcreme. Genau. Vom Boden ihrer Verbrechen getrennt. Aber ihre Spur hinterlässt sie doch. Und wir haben die Spritze. Sie glaubt, sie sei unbesiegbar. Und sie sagt es uns. Aber das Haar der Toten... Dr. Omar hatte diese Frage doch schon geklärt. Die Verrückte hat tatsächlich Haarsträhnen abgeschnitten. Sie hat Strähnen abgeschnitten, um sich Zugang zu verschaffen. Zu was? Zu den wirklichen Haaren des Todes. Zu den Haaren, die nach dem Tod weiterwachsen. Natürlich. Mein Gott, das Lebendige. Das, was hartnäckig wächst und weiterlebt, selbst nach dem Tod. Deshalb nämlich musste die Krankenschwester ihre Opfer ein paar Monate später wieder ausgraben. Ekelhaft. Und inwiefern hilft uns das, die dritte Jungfrau zu finden? Welches du zerstößest, mitsamt dem Kreuz, das im Ewigkeitsspross lebt. Adjakens in gleicher Menge. Ein Kreuz, das in einem Körper lebt, der die Ewigkeit darstellt. Na, im Mittelalter ist das Tier, das die Ewigkeit symbolisiert, der Hirsch. Und warum, Kapitän?
Weil die großen Geweihe der Männchen in den Himmel ragen. Ich finde nicht, dass das Hirschgeweih so aussieht, als würde es ein Kreuz bilden. Nein, 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 nein. Ich glaube, auch das Kreuz steckt woanders. Ich glaube, man muss einen geheimen Knochen finden. Wie den Knochen des Katers. Keine Ahnung. Ich glaube, dass wir diesen Knochen im Herzen des Hirschs finden werden. Ja, sicher. Das einzige Problem ist nur, dass der Hirsch keinen Knochen im Herzen hat. Aber es muss was darin sein, Justin. Warum? Weil im letzten Monat im Wald von Bretigny und danach im Wald von Opportun zwei männliche Hirsche getötet und im Ganzen auf dem Boden liegen gelassen wurden. Das Einzige, man hat ihnen das Herz herausgeholt und es geöffnet. Und wenn da ein Knochen drin ist, brauchen wir nur auf das nächste Hirschmassaker zu warten. Die dritte Jungfrau, die die Krankenschwester ausgewählt hat, wird in seiner unmittelbaren Nähe wohnen. Adjakens in gleicher Menge. Adjakens bedeutet das, was daneben liegt. Das Angrenzen. Ja, danke, Dongla. Es liegt ziemlich nahe, dass die Jungfrau in der Nähe des Hirschs leben muss. Gut, wie gehen wir vor? Überwachen wir die Wälder? Das hat längst jemand für uns übernommen. Adamsberg wartete im Regen und stieß die Tür zur Kneipe auf. An diesem Sonntagabend traf er die komplette Gruppe der Männer an, die sich für die erste Runde versammelt hatten. Beana, trinkst du einen mit? Ein kurzer Blick hinüber zu Angolbert bestätigte, dass der Gebirgsmensch noch immer willkommen war, obwohl er vor 18 Tagen ein Grab in Opportunlaut aufgehackt hatte. Komm. Hast du dich mächtig abgeplagt, was? Ja, ich hatte allerhand Ärger. Bullenärger. Oh, und ich habe alte Leute Ärger. Glaub mir, viel besser ist das nicht. Trink was. Hm. Ich weiß, warum die beiden Frauen umgebracht wurden. Ach. Und ich weiß auch, warum man ihre Gräber aufgebrochen hat. Oh. Ja, erzähl. Und ich will, dass ihr mir helft. Adamsberg sah, wie sich alle Gesichter ihm zuwandten, überrascht von einer solch direkten Forderung. Denn es ist dieselbe Frau, die auch eure Hirsche massakriert hat. Oh. Nein. Ja. Jedes der beiden Opfer stand in Zusammenhang mit dem Tod eines Hirschs. Genauer gesagt, mit dem Herzen eines Hirschs. Aber was sie damit wollte, das soll einer wissen. Ja. Sie wollte den Knochen, der sich darin befindet, herausholen. Was? Den Knochen in Form eines Kreuzes. Das ist gut möglich. Genau das dachte auch Hermance. Sie hat so einen Knochen, die Hermance, in der Schublade der Anrichte. Einen Knochen aus dem Herzen eines Hirschs. Ich möchte, dass ihr mir Bescheid gebt, sobald ein weiterer Hirsch massakriert worden ist. Eine bleierne Stille trat ein. Eine kompakte Stille, wie nur Normannen sie schaffen und ertragen können. Angolbert goss die zweite Runde ein, wobei er den Hals der Flasche gegen jedes Glas klingen ließ. Tja, ist schon passiert. Wann? Vor nicht mal 6 Tagen. Wo? Im Bosque de Tourelles. Und seither ist keine Frau verunglückt? Nein. Nein? Die Beamten suchten das Gebiet des Bosque de Tourelles ab. Rotancourts Schlaf glich immer mehr einem natürlichen Zustand. Nachdem Virenque von der Rettung des Lieutenant und vom Kreuz des Hirschs erfahren hatte, gab er einen Verspreis, den Adamsberg wieder und wieder vor sich hinsprach, während er zu Fuß zur Brigade zurückkehrte. Die eine schützt die Kraftlos ihrer Grabesruhe, die andere treibt durch Schwäche ihrem Henker zu. Eilt euch, es ist höchste Zeit, der Hirsch liegt schon im Wald. Wenn ihr es nicht tut, wird auch die Jungfrau folgen bald. Francine Bidot, 35 Jahre alt. Sie wohnt in Clancy, einem 200-Seelen-Nest. Allein. Ihr Hof liegt abseits. Ist sie Jungfrau? Dem Pfarrer aus Auton zufolge ja. Ein Engelchen, wie er meint. Der Vater soll sie wie ein Unmensch tyrannisiert haben. Er ist vor 2 Jahren gestorben. Da wäre noch ein Problem. Ja? Der Vallon hat erfahren, dass wir in Clancy waren und auch herausgekriegt, warum. Seitdem er in der Mordsache Elisabeth und Pascaline versagt hat, ist er in einer peinlichen Lage. Er will, dass seine Brigade die Überwachung von Francine Bidot übernimmt. Umso besser. Solange Francine geschützt wird, mehr verlangen wir nicht. Heute Nachmittag hat Rotancourt etwas gesagt. Hat sie was von Corneille gesagt? Sie hat gesagt, wir sollen Schuhe zum Wohnwagen schicken. Und sonst hat sie nichts gesagt? Doch, sie hat noch hinzugefügt, es geht uns nichts an. Sag ihm, es geht uns nichts an. In der Nacht des 3. Mai um 3.35 Uhr waren in den Zimmern von Francine und Brigadier Grimal nur die Klopfkäfer bei der Arbeit. Auf das Quietschen der Tür des Wirtschaftsraums hinter der Küche reagierten sie nicht, denn Klopfkäfer sind taub. Grimal war 42 Jahre alt
und hatte sich mehr mit dem Schneiden seiner Hecke befasst, als der Welt auf den Wecker zu fallen. Und seine Waffe? Hat er geschossen? Er lag im Bett, Kommissar. Er schlief. Ach, das gibt's doch nicht. Seine Waffe lag auf der Kommode des Schlafzimmers. Ich hatte extra darum gebeten, dass die Wache vollständig angezogen, hellwach und mit schussbereiter Waffe da sitzt. Er hatte nicht mal mehr Zeit, sie in die Hand zu nehmen. Und die Jungfrau? Verschwunden. Offenbar hatte sie Zeit, aus dem Fenster des hinteren Zimmers zu klettern. Wir suchen sie. Die Mörderin hat einen kühlen Kopf bewahrt und sich die Zeit genommen, ihr Werk zu signieren. Sie hat ihn gepiekt? Ja, in die linke Armbeuge. Es ist beinahe unsichtbar. Grimal war barfuß. Er hat keine Spuren hinterlassen. Sie schon. Eine winzige nur, aber es gibt eine leichte blaue Spur. Das feuchte Gras hätte die Creme weggewischt. Ein Rest bleibt noch auf der Sohle, aber nicht genug, um auf den Kachelboden geschmiert zu werden. Nein, nein, das haut nicht hin. Das ist zu viel. Indem sie absichtlich Schuhcreme verteilt? Um uns in eine bestimmte Richtung zu lenken. Bis wir in die Irre gehen. Genau, Arya. Das wollte Retoncourt sagen. Sag ihm, es geht uns nichts an. Die blauen Schuhe, die gehen uns nichts an. Es ist meine Schuld. Ich hab dir gesagt, es sei vielleicht eine Dissoziierte. Aber ich war auf die Krankenschwester gekommen. Ich hab mich verrannt. Ich habe sekundäre Faktoren hinzugefügt, psychologische und mentale. Weil der Mörder die psychologischen und mentalen Faktoren von Frauen bestens kennt. Und wenn der Mörder alles dafür getan hat, um uns auf eine Frau zu bringen, dann weil er ein Mann ist. Also, müssen wir nochmal von vorne anfangen. Um uns mit Sicherheit auf die Fährte der Krankenschwester zu lotsen, musste der Mörder viel über mich wissen. Ich hatte Ihnen ja gesagt, er lügt. Kein Mensch hätte den Text, aus dem die Reliquis behalten können, ohne ihn vorher schon einmal gelesen zu haben. Er kannte die Medikation auswendig. Er hat ein fabelhaftes Gedächtnis, Danglars. Und ich habe ihn gekannt, Danglars. Die Mütze tief ins Gesicht gezogen, um seine Haare zu verbergen. Das Hinkebein unter dem Spottgelächter der anderen. Er rührt sie immer noch. Als Robert mich wegen des zweiten Hirschs anrief, war es Verranc, der mir vorschlug, mich dorthin zu fahren. Und auf dem Friedhof von Opportune war es wieder Verranc, der mir Pascalins Grab zeigte, mit dem kurzen Gras drauf. Und er hat ihn in Camille weggenommen. Eine gewaltige Rache, die eines racinischen Helden absolut würdig ist. Woher wissen Sie das, Dongler? Als ich die Abhöranlage aus Frosys Schrank nahm, musste ich eine Aufzeichnung abspielen, um die Tonspur einzustellen. Ich habe Ihnen oft genug gesagt, er ist intelligent, mächtig, gefährlich. Verranc, schon auf dem Wege der Besserung, saß in Shorts auf seinem Bett. Und dieser Mann ist jemand aus der Brigade. Aber ich habe nichts Greifbares gegen ihn in der Hand. Ich bin machtlos. Was sagen Sie dazu, Verranc? Wir suchten ferne ihn, weit hinterm letzten Meer. Die Schiffe kehrten um, die Beutenetze leer. Längst saß er unter uns und wir waren Narren, Herr. Was werden Sie jetzt tun, Kommissar? Etwas ziemlich Banales, Verranc. Ich werde auf den Mörder warten, dort, wo er hinkommen wird. Die Dinge überstürzen sich. Er weiß, dass Retoncourt reden wird. Er hat wenig Zeit. Er muss seine Mischung unbedingt fertig bekommen, bevor man ihm die Möglichkeit dazu nimmt. Also werden wir Francine als Lockvogel einsetzen und sie scheinbar ungeschützt herumlaufen lassen. Und je primitiver die Falle, desto weniger wird der Mörder sich vor ihr in Acht nehmen. Warum? Weil er genau wie Sie annimmt, ich würde mir irgendwas Kniffliges ausdenken. Wenn Sie sich für die simple Methode entscheiden, bringen Sie Francine also wieder nach Hause zurück und lassen Sie unauffällig beobachten. Ach, ich nehme einen Ort, den ich für sicher und geheim halte, den der Mörder jedoch schnell selbst erraten kann, wenn er halbwegs was im Kopf hat. Und das hat er. Die Kneipe in Aroncourt. Sehen Sie, das ist nun wahrlich kein Kunststück. In Aroncourt, wo alles begonnen hat, unter dem Schutz von Robert und Engelbert. Die sind sehr viel unauffälliger als Polizisten. Weshalb sind Sie wirklich hergekommen, Kommissar? Um Sie zu fragen, ob Ihnen neue Einzelheiten eingefallen sind, seitdem Sie das Geschehnis an seinen richtigen Ort gerückt haben, auf die Hochwiese. Nur eine. Der fünfte Kerl stand im Schatten des Nussbaums und sah den anderen zu. Der Schatten lächelte, als er an Adamsberg dachte, der um diese Zeit seine läppische Falle im Gasthof von Aroncourt aufzog. Eine Idiotenfalle. Eigentlich unvorstellbar, dass jemand draufkommen könnte, dass im Herzen des Hirschs ein Kreuz steckte. Und undenkbar, dass ausgerechnet Adamsbergs ungebildeter und unlogischer Verstand eine Verbindung zwischen den Hirschen und den Jungfrauen, zwischen Pascalins Kater und dem De Reliquis erkennen würde.
dem Buch des Pfarrers, der kostbaren Ausgabe von 1663, dem Geschenk von Pater Raymond. Die Nachtbeleuchtung auf dem Flur schaltete sich ein. Gegen 11 Uhr würde die Dicke ihr Leben ausgehaucht haben. Es ist lächerlich, Herr Boncour, der Gasthof. Viel zu plump, er wird die Sache durchschauen. Ach, seien Sie endlich still, doch nach. Er ist da leer, Sie atmen zu laut. Verzeihung, kein Mucks mehr. Adamsberg bekam ihn als erster ins Blickfeld, ohne dass sein Herz auch nur einen Deut schneller schlug. Mit dem Daumen betätigte er den Lichtschalter. Estalea versperrte die Tür. Danglars drückte dem Schatten die Pistole in den Rücken. Der Schatten brachte keinen Schrei heraus, kein Wort, während Estalea ihm rasch die Handschellen anlegte. Adamsberg ging zum Bett hinüber und fuhr Retancourt durchs Haar. Punkt Mitternacht klopfte Adamsberg an die Tür von Dr. Romain. 5 Minuten nach Mitternacht öffnete der Mediziner ihm endlich, bleich und mit wirrem Haar. Bist du verrückt? Was willst du von mir? Erinnerst du dich noch, um was du mich gebeten hattest? Ich hab dich um nichts gebeten. Du hattest mich gebeten, ein altes Rezept zu finden, das gegen deine Zustände hilft. Und ich hatte es dir versprochen. Ja, komm rein. Und was hast du gefunden für mich? Etwa Kranichkot oder Schweinegalle? Soll ich einem Huhn den Bauch aufschneiden und es mir noch warm auf den Kopf setzen? Ich kenne die alten Rezepte. Und? Was hältst du von ihnen? Wegen solchen Blödsinn wächst du mich auf. Hör mir zu. Deine Zustände sind da drin. In dem Müllbeutel? Du baust echt ab, Romain. Ja. Da drin, in dieser gelb-roten Schachtel mit Aufputschpillen. Lass mir mein Zeug. Dein Zeug, Romain, ist schuld an deinen Zuständen. Sie sind in deinen Kapseln. Wir werden sie untersuchen. Nimmst du mir etwa alles weg? Ja. Du wirst jetzt so viel wie möglich trinken und pinkeln. In einer Woche wirst du dich fast wieder auf den Beinen halten können. Keine Sorge wegen des Gaffelons oder des Energils, ich bring dir welches vorbei. Richtiges. Denn in deinen Medikamenten ist nur verdammter Kranichkot drin. Beziehungsweise deine Zustände, ganz wie du willst. Du weißt nicht, was du sagst, Adamsberg. Du weißt nicht, wer sie mir immer bringt. Oh doch, eine deiner sehr guten Beziehungen, von der du so viel hältst. Woher weißt du das? Weil deine gute Bekannte in diesem Augenblick in meinem Büro sitzt. Mit Handschellen, wohlgemerkt. Weil sie 8 Personen umgebracht hat. Sie ist eine dissoziierte Romain. Wir kennen uns schon ewig. Sie hat dich außer Gefecht gesetzt, um deinen Platz hier in der Gerichtsmedizin einzunehmen. Und zwar so lange, wie sie ihn brauchte. Brauchte wofür? Um ihre eigenen Opfer selbst behandeln zu können. Um uns nur das über sie zu erzählen, was sie wollte. Um nicht zu erwähnen, dass die Haare von Elisabeth und Pascaline an der Wurzel skalpiert worden waren. Du hast mich angelogen, Romain. Ja, mein Lieber. Du hast dich entschlossen, uns so gut es ging zu helfen, doch ohne Ariane zu schaden. Du hast uns was von abgeschnittenen Haaren erzählt, aber nicht von abrasierten. War er wirklich Friseur, dein Vater? Nein, er war Arzt. Abgeschnitten oder skalpierte Haare, ich sah nicht, was das an deinen Ermittlungen groß ändern konnte. Retancourt aber hat sich gefragt, wieso Ariane Lagarde, die beschlagenste Gerichtsmedizinerin des Landes, ein solches Detail übersehen konnte. Und Ariane hat die Gefahr gewittert. In einem Wagen des Leichenschauhauses hat sie Retancourt dann zur Lagerhalle transportiert. Als ich meine Zustände zum ersten Mal bekam, hatte Ariane den Posten in Paris noch gar nicht angenommen. Sie war noch in Lille. Was sagst du dazu? Dass sie nach Paris gekommen ist, bei dir eingedrungen ist und sämtliche Vorräte in deinem Zeug ausgetauscht hat. Dem Gavelon? Ja. Sie hat in deine Kapseln eine Mischung ihrer Wahl hineingetan. Ariane hat Mischungen und Mixturen schon immer geliebt, wusstest du das? Dann brauchte sie in Lille nur noch abzuwarten, dass du nicht mehr in der Lage sein würdest zu arbeiten. Und wie kannst du dir dann so sicher sein? Weil dies das erste war, das Retancourt versuchte mir zu sagen. Oder dass des letzten Römers letzten Seufzer ich hören könnte und vor Wonne dann noch sterben tauchen, das hab ich getan. Nicht wegen Camille oder Corneille hat sie diese Verse gewählt, sondern deinetwegen. Retancourt dachte an dich, an deine Seufzer und deine Zustände. Der Römer, Dr. Romain, das bist du, ausgelaugt von einer Frau. Und warum hat Retancourt in Versen gesprochen? Wegen des Neuen, ihres Teamkollegen Verrank, das färbt ab. Wirst du das Verhör führen? Ja. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Sie war meine Freundin. Ich will es mit eigenen Augen sehen, sonst glaube ich es nicht. Was geht hier?
hier vor, Jean-Baptiste? Ich lese dir deine erste Fassung der Anklageschrift vor. Sie wusste alles und wusste doch nichts. Doch Omega war viel zu durchtrieben, um sich offen zu zeigen, und hörte, hinter seinem undurchdringlichen Schleier verborgen, im Schatten lächelnd zu. Nur dieses etwas starre, mechanische Lächeln. Hast du mich verstanden, Ariane? Ich frage mich, was du hier tust. Mehr nicht? Ich, Danglars und Estaller haben gesehen, wie du um 23 Uhr in Retoncours Zimmer kamst, in der Hand eine Spritze mit Novaxon. Was hast du dazu zu sagen? Oh, da solltest du besser Romain fragen. Seinen Worten zufolge enthielt die Spritze ein hervorragendes Gegengift zum Novaxon, das sie mit Sicherheit wieder auf die Beine bringen würde. Großer Gott, Ariane! Ich habe Romain nur einen Dienst erwiesen, und das musste ich. Schließlich hatte er keine Kraft, selbst ins Krankenhaus zu gehen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass zwischen Retoncourt und Romain etwas lief. Und auch nicht, dass sie ihn mit Drogen vollpumpte, um ihn sich gefügig zu machen. Dauernd saß sie bei ihm rum, wie eine Klette, klammerte sie sich an ihn. Ich nehme an, irgendwann ist ihm klar geworden, was sie ihm da antat, und er hat die Gelegenheit genutzt, sie loszuwerden. In ihrem Zustand wäre ihr Tod einem Rückfall durch die Vergiftung zugeschrieben worden. Großer Gott! Ariane war stark, sehr stark. Vor einem Richter konnte ihre Version durchaus überzeugen. Wer würde schon am Wort der berühmten Gerichtsmedizinerin zweifeln, wenn er den armen Dr. Romain daneben sah, der alle seine Fähigkeiten verloren hatte? Nur deine Mixtur, die musstest du noch vollenden. Die großartigste aller deiner Mischungen. Du magst meine Mischungen nicht. Weißt du, dass im Schweinerüssel ein Knochen steckt? Ja. Ja, du weißt es wirklich. Schließlich hast du ihn im Reliquiengefäß des heiligen Hieronymus zurückgelassen, zusammen mit den Schafsknochen. Du kennst dieses Reliquiengefäß seit jeher. Und auch das Buch De Reliquis Sanctis. Und weißt du, dass im Herzen des Hirschs ein Knochen steckt? Nein. Du hast Schicksal gespielt, Ariane. Du hast Camille für dieses Konzert engagieren lassen. Sie hat bis heute nicht begriffen, warum das Orchester aus Leeds sie angerufen hat. Auf diese Weise hast du mich an den Ort gebracht. Von da ab konntest du mich ganz nach Belieben lenken, konntest die Ereignisse verfolgen und an die Stelle des Zufalls treten. Du konntest Hermance bitten, mich kommen zu lassen, um den Friedhof von Opportun zu inspizieren. Immerhin kennst du dich bestens in der Gegend aus. Sie ist die Wiege deiner Kindheit. Der frühere Pfarrer von Le Mesnil, Pater Raymond, war dein Vetter zweiten Grades. Deine Adoptiveltern haben dich großgezogen auf dem Landsitz Ecala, 4 Kilometer von den Reliquien des heiligen Hieronymus entfernt. Und Pater Raymond hat sich so sehr um dich gekümmert, hat dir aus seinen alten Büchern vorgelesen, hat dich die Rippen des heiligen Hieronymus berühren lassen, dass die Leute aus der Gegend insgeheim erzählen, du wärst seine Tochter. Tochter der Sünde, sagen manche. Erinnerst du dich an ihn? Er war ein Freund der Familie. Eine Nervensäge, der mich mit seinem Heiligenkram zu Tode langweilte. Aber ich liebte ihn. Interessierte er sich für das Rezept aus dem De Reliquis? Ich glaube, er interessierte sich ausschließlich dafür und für mich. Ja, er war schon ein ziemlich sonderbarer Mensch. Zum Beispiel hatte er einen Penisknochen. Er hatte ihn dem Kater des Vikars abgenommen. Und dann wollte er einen Hirschknochen. Was für Knochen? Den Knochen aus dem Herzen. Du sagtest doch, du wüsstest nichts davon. Ich nicht, er schon. Adamsberg dehnte das Verhör bis in die Nacht aus. Parallel hatte man die Wohnung der Gerichtsmedizinerin durchsucht. Die Schuhe hatte sie zusammen mit einem langen grauen Wollmantel weggeräumt, fein säuberlich gefaltet. Aber es ist keine Schuhcreme unter den Sohlen. Und die Medikation? Im Augenblick noch nichts, Kommissar. Was tun die in meiner Wohnung? Sie durchsuchen sie. Sie haben dein anderes Paar Leinenschuhe gefunden. Wo? In dem Schrank, auf dem Treppenabsatz, da, wo die Stromzähler hängen. Geschützt vor Alphas Blicken. Das gehört mir nicht. Kurz bevor ich in mein Haus eingezogen war, bist du hingegangen, um dir alles anzusehen und die Tür des Dachbodens zu entriegeln. In jener Nacht hast du Lucio Velasco ganz schön erschreckt. Was hattest du dir vors Gesicht getan? Eine Maske, ein Strumpf? Wer ist Lucio Velasco?
mein spanischer Nachbar. Als die Tür des Dachbodens dann geöffnet war, gingst du ganz nach Belieben ein und aus. Du warst einige Male dort, immer nachts. Und bist da oben langsam hin und her gelaufen und danach gleich wieder gegangen. Das war sie, Jean-Baptiste. Claire Lambin. Sie sucht dich. Ja, genau das wolltest du uns weismachen, den Mythos der Krankenschwester, die herumstreunt und bald wieder zuschlagen wird mit Spritze und Skalpell. Weißt du, warum ich mir darüber überhaupt keine Gedanken gemacht habe? Nein, das weißt du mit Sicherheit nicht. Du solltest es aber. Sie ist gefährlich. Ich habe dich oft genug gewarnt. Weil ich nämlich bereits ein Gespenst in meinem Haus hatte, Ariane. Die heilige Clarisse. Jedenfalls dachte ich, Clarisse liefe auf dem Dachboden umher, beziehungsweise der alte Lucio würde seine Runde drehen. Auch der hat seine Macken und keine unbedeutenden. Wenn der kleine Tom bei mir schlief, machte er sich jedes Mal große Sorgen. Aber sie war es nicht. Du warst es, die da oben lang lief. Sie war's. Du wirst nie reden, nicht wahr, Ariane? Von Omega. Niemand spricht von Omega. Ich dachte, du hättest mein Buch gelesen. Bei manchen Dissoziierten, hast du geschrieben, kann sich ein Spalt öffnen. Nur bei den Unvollkommenen. Ich muss bei mir zu Hause vorbeischauen. Ich weiß nicht, was du vorhast und auch nicht warum, aber ich habe genug Berufserfahrung, um es zu ahnen. Untersuchungshaft, nicht wahr? Also werde ich ein paar Sachen holen müssen. Wir werden dir alles Nötige bringen. Nein! Ich hole meine Kleider selbst. Ich will nicht, dass deine Beamten sie angrapschen. Zum ersten Mal wurde Arians Blick, den Adamsberg nur von der Seite sah, hart und angsterfüllt. Sie selbst hätte diagnostiziert, dass Omega zum Angriff überging. Weil Omega etwas tun musste. Etwas Lebenswichtiges. Sie begleiten dich, während du deinen Koffer packst. Sie werden nichts anfassen. Ich will sie nicht dabei haben. Ich will allein sein. Das ist was Persönliches, was Intimes. Du kannst das verstehen. Falls du Angst hast, ich könnte abhauen, dann kannst du ja 10 von deinen Blödmännern vor die Tür stellen! 10 Blödmänner. Langsam kam Omega an die Oberfläche. Im Gefängnis gäbe es keine Mandelmilch, keine Melange mehr und vor allem nicht die heilige Mischung. Gestehen würde Ariane nichts. Erst die Mischung und allein die Mischung mit den Haaren von Pascaline und Elisabeth, den Überresten von Katerknochen, Mensch und Hirsch und dem Wein des Jahres würde zeigen, dass Ariane den düsteren Weg des Dereliquies gegangen war. Überdies stellte dieser Schatz den einzigen Beweis für die Morde dar. Die Mischung befindet sich also bei dir zu Hause? In einem Versteck, in das Alpha bei seinen täglichen Verrichtungen mit Sicherheit nicht herankommt. Ariane, und wenn ich das gesamte Haus auf den Kopf stellen müsste, ich werde sie finden. Wie du meinst. Darf ich dann mal zur Toilette gehen? Verranc, Mordon, halten Sie sie gut fest. Adamsberg sah ihr hinterher. Ihr rascher Sinneswandel verwirrte ihn. Das sichtliche Vergnügen, mit dem sie an ihrer Zigarette zog. Du lächelst, Ariane. Ich nehme dir deinen Schatz weg und du lächelst. Ich kenne dieses Lächeln. Es ist dasselbe wie damals in jenem Café in Le Havre, nachdem du mein Bier auf den Boden geschmissen hattest. Dasselbe, als du mich überredetest, die Krankenschwester zu verfolgen. Mit einem Satz sprang Adamsberg hoch und zog Danglars am Arm mit sich. Adamsberg schloss die Tür seines Hauses 2 von innen ab. Behutsam holte er das braune Flakon aus seiner Jackentasche und stellte es auf die Mitte des Tisches. Dann leerte er eine kleine Flasche Rum in das Spülbecken, reinigte sie, steckte einen Trichter hinein und goss langsam die Hälfte der Mischung hinein. Morgen würde das braune Flakon ins Labor wandern. Es blieb noch genug von der Medikation übrig, um das Ganze zu analysieren. Durch das dunkle Glas hatte niemand erkennen können, wie viel Flüssigkeit genau darin war. Niemand würde erfahren, dass er einen ordentlichen Teil davon entnommen hatte. Morgen würde er Ariane in ihrer Zelle besuchen und ihr unauffällig die kleine Flasche übergeben. Auf diese Weise würde die Gerichtsmedizinerin heitere Tage im Gefängnis verbringen, in der Gewissheit, lange genug zu leben, um ihr Werk irgendwann fortsetzen zu können. Sobald er ihr den Rücken gekehrt hätte, würde sie das Gesöff schlucken und wie ein sattgetrunkener Dämon in den Schlaf sinken.
Die dritte Jungfrau von Fred Varga, aus dem Französischen von Julia Schoch. Die Rollen und ihre Darsteller: Adamsberg, Volker Risch. Danglars, Peter Fricke. Lagarde, Karin Anselm. Werenc, Christian Redl. Retancourt, Gabriele Blum. Romain, Klaus Herm. Pfarrer, Walter Renneisen. Erzählerin, Christa Posch. In weiteren Rollen: Hans Schulze, Fabian Sattler, Götz Argus, Hans-Jörg Krumpholz, Daniel Berger, Sascha X, Heinrich Giskes, Reinhard Schulert, Ludger Burmann, Jens Wachholz, Matthias Ponier, Horst Mendroch, Arthur Niederfahrenhorst, Gereon Nussbaum und Katharina Wolter. Technische Realisation: Benno Müller vom Hofe und Jens-Peter Hamacher. Musik: Harmann. Regieassistenz: Sven Töniges. Hörspielbearbeitung und Regie: Frank-Erich Hübner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2007. Dramaturgie und Redaktion: Ursula Schregel.